Herzlich willkommen zur fünften Staffel und in diesem Jahr auch letzten Staffel des Kurses mit Christian Uhle, Politik der Woche. Ich darf auch gleich ankündigen, dass wir, weil sich dieses Format so erfolgreich etabliert hat, im kommenden Jahr das Einverständnis von Herrn Uhle dürfen Sie voraussetzen, weitermachen werden. Notieren Sie sich schon mal den 4. März. Vorsicht, ein Donnerstag, ein Mittwoch im kommenden Jahr. Und heute Abend möchte ich Sie zu einer besonders spannenden Thematik begrüßen, die Sie sich ausgewählt haben. TTIP und CETA, das sind ja eigentlich Kürzel, von denen man annimmt, dass sie normalerweise nur die Fachleute, die ökonomischen Fachleute, interessieren. Aber das ist nicht der Fall. Die beiden Kürzel haben in den letzten Monaten eine interessante öffentliche Kontroverse ausgelöst, wobei die Kritiker der Freihandelsabkommen der Meinung sind, dass hier sehr viel auf dem Spiel steht, auch Themen der kommunalen Selbstverwaltung und der kommunalen Daseinsvorsorge sind angefragt, stehen möglicherweise mit auf dem Spiel. Ich freue mich, dass es uns heute gelungen ist. Wir haben ihr Thema ausgepackt und es ist gelungen, zwei wirkliche Experten einzuladen. Einmal Herrn Professor Felbermeier vom renommierten Münchner IFO-Institut. Ganz herzlich willkommen an der VHS. Und zum anderen Herrn Dr. Klunk von der ebenfalls renommierten ATTAC-Vereinigung. Ganz herzlich willkommen. Und jetzt übergebe ich an Herrn Uhle. Ja, vielen Dank, Frau Dr. May. Einen erfreulichen Wechsel der Formen an diesen fünf Abenden. Wir haben schon zweimal gehabt, dass nach einem Impulsreferat ein Experte ausgefragt wird. Das war beim ersten Mal Nahe Osten, der amerikanische Generalkonsul, und beim letzten Mal beim Thema Ukraine und Russland der stellvertretende CSU-Vorsitzende Peter Gauweiler. Wir haben auch schon gehabt, dass gar kein Gast kam und Sie von 19 bis 21 Uhr einen Vortrag ertragen musste, von dem Sie sich hoffentlich inzwischen aber erholt haben. Und wir haben auch schon drei Gäste gehabt, die eigene Erfahrungen zu einem Thema einbringen können, nämlich humanitäre Hilfe für Syrer. Christian Springer versucht das in Syrien selbst und die Sozialreferentin und Pro-Asyl kümmern sich um Flüchtlinge, die sich bis hierher durchschlagen konnten. Zu den aufregenden Themen. Ich bewundere wirklich, wie brandaktuell wir sind, obwohl wir ja fünf Wochen im Voraus entschieden haben. Zu den brandaktuellen Themen gehört jetzt zum Schluss der 2014-Serie das geplante, in Verhandlung befindliche Freihandelsabkommen TTIP. Und es könnte wirklich nicht aktueller sein. Es ist erst Tage her, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, es sei höchste Zeit, endlich die Bedenkenträger aus dem Spiel zu bringen und die Vereinbarung zu unterzeichnen, weil es eine riesige Wachstumschance für die deutsche Wirtschaft sei, vor allem aber eine Chance für den europäisch-amerikanischen Raum, rechtzeitig Standards zu setzen, bevor es andere zum Beispiel im pazifischen Raum tun. Und auf der anderen Seite haben wir immer heftigere Proteste gegen Einzelheiten, die bekannt werden, oder dagegen, dass fast nichts bekannt wird. Denn die Geheimhaltung der Verhandlungen ist selber schon ein Verdrussthema. Nun ist es heute gelungen, eigentlich das Idealbild der Veranstaltungsform zu verwirklichen, nämlich zwei hochkompetente Kontrahenten, die hier ausgefragt werden können. Wobei die beiden Herren mir beide erzählt haben, schon
miteinander diskutiert zu haben. Also richtig verblüffend wird für Sie nicht sein, was der jeweils andere sagt. Aber ich möchte, dass Sie erstmal den Anschluss an diese doch sehr abgehobene, sehr theoretische, sehr von Fachbegriffen geprägte Thematik gewinnen. Und deswegen werde ich mir erlauben, im ersten Teil die Rolle der Fragestellung zu übernehmen. Kein Einführungsvortrag, sondern Fragen, die Ihnen den Einstieg, um das Verständnis beider Positionen zu finden, erleichtern zu können. Ich bitte da nur einmal um Verständnis, dass ich dümmer frage, als ich bin. Nach dem Motto, nun stellen wir uns mal ganz dumm. Das ist, glaube ich, das Beste, um zu verhindern, dass die Diskussion sehr schnell über die Köpfe hinweggeht, wie es praktisch bei jeder Fernsehübertragung aus dem Bundestag und fast bei jeder Talkshow und Podiumsdiskussion ist. Es kommen nur die mit, die eh Bescheid wissen. Und unser Anspruch hier ist, dass jeder mitkommt. Aber Sie nehmen mir bitte ab, dass ich ein bisschen was auch schon gelesen und mitbekommen habe und aus gewissermaßen didaktischen Gründen so dumm frage. Ich will Ihnen im Vorgriff nur den thematischen Rahmen abstecken, damit Sie wissen, was wir uns alles für heute vorgenommen haben, sodass wir nicht bei einem Einzelaspekt eine halbe Stunde hängen bleiben sollten. Es geht um das geplante Abkommen zwischen Europa und den USA, TTIP. Aber dabei wird immer zurückgegriffen auf Erfahrungen mit dem Abkommen mit Kanada von CETA, das ist das kanadische Freihandelsabkommen, wird also auch die Rede sein. Es gibt Kritik im formellen Bereich, was das Zustandekommen angeht, und im materiellen Bereich, was drinstehen könnte. Ganz genau wissen wir es ja alle miteinander noch nicht. Ja. Beim formellen geht es um den Vorwurf fehlender Transparenz. Es sind geheime Verhandlungen. Wir kennen nicht einmal das Mandat, das die europäischen Verhandlungspartner haben. Es geht dann um die Rechte des Parlaments und der Parlamente insgesamt bekommen die nur von Regierungsseite ein Paket vorgesetzt nach dem Motto friss oder stirb oder haben Parlamente tatsächlich eine Gesetzgebungskompetenz hier mit zu entscheiden, was materiell beschlossen wird. Und es geht um einen Aspekt, der eigentlich vor allem öffentlich geworden ist durch Fritz Klung. Das gestehe ich jedenfalls für meine Position. Ich habe erst durch Ihren Artikel in der Süddeutschen Zeitung im Sommer 2013 mitbekommen, dass hier ernsthaft beabsichtigt ist, Fragen, die zu Milliardenansprüchen gegen Staaten kommen. Da geht es nicht um Wirtschaftsunternehmen gegen Wirtschaftsunternehmen, Patentabteilung gegen Patentabteilung, sondern um Milliardenforderungen gegen Staaten, Schiedsgerichte entscheiden sollen und nicht die öffentliche Gerichtsbarkeit. Das ist bei Verfassungsrechtlern überhaupt einer der schwerwiegendsten Einwände. Und dann geht es um ein Thema, bei dem wir unmittelbar eigentlich anschließen können an den Abend über Russland und Amerika und der Ukraine, nämlich um die Frage, ob hier nicht vom Westen, also dem Atlantischen Bündnis, leichtfertig das Verhältnis zu Russland aufs Spiel gesetzt wird und eine Grenze, eine Mauer durch Europa gezogen wird, aber halt nicht mehr durch Berlin und quer durch Deutschland, sondern eine Mauer zwischen dem Riesenland Russland und den anderen westlich orientierten oder sich westlich orientierenden Ländern. Da habe ich eine
ja, begeisternde und frustrierende Lektüre hinter mir. Ich habe gestern mit den Weihnachtsgrüßen von Professor Sinn eine Sammlung von Standpunkten des IFO-Instituts bekommen. Und da kam auch das Thema über Freihandel und Europa als Thema. Und ich dachte, das ist ein gefundenes Fressen. Da könnte man dann die beiden kontroversen Diskutanten wunderbar aufeinanderprallen lassen. Und siehe da, das IFO-Institut hat nach meiner bescheidenen Kenntnis den kritischsten Text, den es zu dieser Frage überhaupt gibt, formuliert, dass nämlich der Westen extrem unfreundlich die Sowjetunion, Entschuldigung, Russland isoliert habe mit einem Teil der Länder der früheren Sowjetunion und dass hier eine Spaltung Europas droht. Ich glaube, dass wir da vielleicht ganz überraschende Übereinstimmungen erleben werden, wenn Sie diese Position des IFO-Instituts teilen. Das ist schon ein ganzes Pensum, das wir vorhaben. Und dann kommen erst die materiellen Themen, wobei wir aber wissen müssen, dass wir hier nur über Befürchtungen reden, über wohlbegründete Besorgnisse und Zweifel, aber den fertigen Text haben beide nicht. Also wir können eigentlich nur uns fragen, was passieren kann mit Arbeitnehmerrechten, mit Umweltschutzstandards und so weiter. Aber was tatsächlich der jetzige Verhandlungsstand ist, wissen wir ja nicht, womit wir wieder beim Thema Transparenz wären. Materiell sind meines Erachtens die wichtigsten Themen Arbeitnehmerrechte, also Mitbestimmung, Auflagen für Unternehmen, etwa nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Darf das vorgeschrieben und gefordert werden oder wäre das eine Diskriminierung amerikanischer Unternehmen? Dann die Verbraucherschutzvorschriften. Am prominentesten ist hier das Chlorhühnchen. Wie Sie wissen, also das Chlorhühnchen hat es zu ungeahnter internationaler Popularität gebracht. Es fürchten viele, dass die Behandlung von Hühnchen, wie sie in Amerika üblich ist, nämlich sie am Schluss in ein Chlorbad zu schmeißen, um alle denkbaren Keime und Erreger zu killen, auch sich hier breit macht. Das habe ich auch schrecklich gefunden, bis ich das Gegenargument gehört habe, was die Europäer jetzt mit Bakterien anstellen und mit medizinischen Medikamenten ist ja viel schlimmer als das Chlorbad. Darüber sollten wir vielleicht uns auch sachkundig machen. Also Arbeitnehmerrechte, Verbraucherschutz und von der Ökologiebewegung vorgetragen Umweltstandards. Dann die Frage Bankenregeln und schließlich, das ist also mein Leib- und Magenthema, wird die kommunale Daseinsvorsorge gefährdet, wenn zum Beispiel der kommunale Nahverkehr oder die öffentliche Wasserversorgung als Diskriminierung privater Interessenten und Wettbewerber angesehen wird. Dann würden wir plötzlich über ein Verfahren, bei dem Schiedsgerichte milliardenschwere Schadensersatzforderungen zusprechen können, die Kommunen und ihre Daseinsvorsorge gefährden. Dazu wird aber immer versichert und beteuert, das würde kein Mensch beabsichtigen und das sei eine fast paranoide Vorstellung, dass diese Gefahr droht. Also das wollte ich Ihnen als Abriss geben, damit Sie sehen, wie bedeutsam das Thema ist. Wo geht es schon gleichzeitig um Arbeitnehmerrechte, um Verbraucherschutz, um Umweltschutzstandards, um Bankenregulierung und kommunale Daseinsvorsorge? Aber wir haben damit heute auch ein beachtliches Pensum vor uns. Und deswegen kommt jetzt gleich die erste Frage und die stelle ich sozusagen an das IFO-Institut, an Herrn Professor Feldermeier. Was soll das Ganze überhaupt?
Warum brauchen wir ein Freihandelsabkommen? Gibt es nicht freien Handel mit den USA genug in Hülle und Fülle? Wissen wir nicht aus Dallas und Denver und anderen Filmen amerikanischer Filmkultur, dass reiche Amerikaner am liebsten BMW oder Mercedes fahren, was offensichtlich geht? Und werden nicht unsere Kinos mit amerikanischer Ware geradezu überflutet? Warum soll da noch zusätzlich für Erleichterung gesorgt werden? Welche Bedeutung hat der Handel mit den USA überhaupt? Wenn es um Europa geht, erzählt man uns immer, der wichtigste Handelspartner ist das EU-Ausland. Und jetzt soll plötzlich das ganze Glück von den USA abhängen. Ja, Herr Ude, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielleicht, um vorauszuschicken, dass die Themenpalette ist ja riesig, wie Herr Ude angekündigt hat. Und ich muss Ihnen gleich heute sagen, ich bin als Volkswirt hier, als Ökonom. Und viele dieser Themen gehen in sehr detaillierte juristische Fragen hinein, wo ich dann auch sicher irgendwann mal passen muss. Aber wenn wir über die Frage reden, wie wichtig ist Freihandel insgesamt, was kann ein Abkommen mit den USA bringen, da denke ich, kann ich Ihnen schon ein paar Dinge mitgeben. Zum einen eine Zahl. Wie hoch wäre der Verlust an realen oder an, sagen wir, Durchschnittseinkommen in Deutschland, wenn Deutschland keinen Zugang mehr hätte zu den internationalen Märkten? Da gibt es eine Studie, der Ihrem Kollegen aus Yale und Berkeley veröffentlicht dieses Jahr. Was soll die Frage? Bitte? Was soll die Frage? Das ist doch sicherlich eine zulässige erste Stufe. Welche Bedeutung hat der Export? Dann kommt sicher die zweite Frage speziell zu den USA. Bitte? Ja, ich fahre es einfach fort. Also diese Zahl ist 54%. Ne? Also falls, das sagt Ihnen, in welchem Ausmaß Deutschland vom Zugang auf Export- und Importmärkte angewiesen ist. Es gibt kaum ein anderes Land der Größe Deutschlands, bei dem diese Zahl so hoch ist. Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn Sie sich angucken, woher in den letzten 20, 30 Jahren die Wachstumsimpulse kamen für Deutschland, dann kamen die zu einem Großteil aus dem Außenhandel. Das sind Fakten, über die ich hier spreche. Deswegen ist es ein politisches Anliegen, Hürden aus dem Weg zu räumen, die einem sozusagen freien Waren- und Dienstleistungshandel entgegenstehen. Und wir haben mit vielen Ländern in dieser Welt bereits Freihandelsabkommen. Die EU selber ist nichts anderes als ein großes Freihandelsabkommen. Die EU unterhält mit fast 40 anderen Staaten in der Welt, von Südkorea bis heute auch Ukraine, nach Südamerika hinein, mit Kanada bald Freihandelsabkommen, mit den USA haben wir keines. Die USA ist ein relevanter Markt für uns. 25% in etwa der Weltnachfrage kommen aus den USA. 25% des Weltangebotes stammt aus den USA. Und man kann sich mit simplen Überlegungen eine Berechnung anstellen, wie viel Handel müssten wir haben, wenn es denn tatsächlich keine Barrieren gäbe mit den USA. Und da kommen wir auf den Schluss, dass das Handelsvolumen, das wir beobachten, weit weg davon ist, von dem, was man theoretisch beobachten sollte. Deswegen, das ist auch keine neue Erkenntnis, die jetzt wir zu diesem Thema aus dem Hut zaubern, sondern seit 20, 25 Jahren reden die Außenhandelsökonomen über the puzzle of the missing trade, das Rätsel des fehlenden Handels. Die Modelle sagen uns, es soll mehr Handel stattfinden, wir sehen aber so wenig. Jetzt, wie viel sehen wir denn in Wirklichkeit? Na, knapp 100 Milliarden Euro Exporte aus Deutschland in die USA, knapp 80 Milliarden Importe zurück, 20 Milliarden bilateraler Überschuss, den Deutschland mit den USA jedes Jahr in etwa erwirtschaftet. Das ist eine Riesenzahl, 100 Milliarden jenseits der Vorstellungskraft, aber die theoretische Benchmark wäre 8-mal höher. Die Frage ist, warum fehlen da 700 Milliarden Euro? Es gibt ein paar ganz gute Gründe, die kann kein Politiker aus der Welt schaffen. Das ist nun mal die Distanz. Es gibt da ein Meer dazwischen. Das kann keiner wegmachen. Wir haben aber heute noch Zölle. Und wenn Sie sich
BMW vor Augen halten. Die X-Klasse wird ja nicht in Bayern gebaut, sondern in Spartanburg in den USA. Wenn Sie sich ein solches Auto leisten wollen in Deutschland, müssen Sie einen 10%igen Importzoll bezahlen. Ne? Nach Brüssel. So, das macht dieses Auto um 10% teurer, als es sonst wäre, und reduziert die Nachfrage nach diesen Autos. Es ist sogar so, dass BMW in den USA produziert, weil der amerikanische Markt für diese Autos wichtig ist, weil die bürokratischen, zolltechnischen Hürden, ein Auto, wenn es hier produziert werden würde, in die USA zu schaffen, für BMW zu teuer ist. Die produzieren also das Auto nicht hier für den amerikanischen Markt, sondern in Amerika, hauptsächlich für den amerikanischen Markt, und exportieren es dann nach Deutschland zurück. Warum ist das so? Das ist auch wieder ein Beispiel oder ein Beleg dafür, dass es wohl noch Handelskosten gibt. Die Zölle haben wir angesprochen. Im Durchschnitt sind sie nicht 10%. Das ist also ein hoher Zoll im Automobilbereich. Es gibt auch noch höhere im Lebensmittelbereich, Teil in der Landwirtschaft. Kleinlastwagen, da reden wir von 25%igen Zöllen. Darum muss Mercedes den Sprinter in Teilen in die USA schaffen und dort dann zusammenbauen lassen. Die können sich nicht leisten, das fertige Auto zu exportieren. Da werden 25% Importzoll fällig. Nicht? Aber im Durchschnitt sind die Zölle geringer, 2,5-3%. Neben diesen Zöllen gibt es aber viele andere Barrieren. Und auch das ist uns bekannt, seit Jahrzehnten eigentlich. Und die Industrie- und Handelskammern, die Studien der Kommission, eine Riesenliteratur, in der ich mich selber bewegt habe, zeigt uns, dass es neben den tarifären Barrieren, also neben den Zollbarrieren, auch nicht-tarifären Barrieren gibt. Es muss ein Auto anders designt werden, wenn Sie es in den USA zulassen wollen, als hier. Ja, die Amerikaner haben andere Vorschriften, was zum Beispiel die Höhe der Blinker, also die Höhe der Bremsleuchten angeht, oder was das Design der Blinker angeht und so weiter. Es kann man natürlich über eine Liste von solchen Kleinigkeiten sich gut amüsieren und sagen, was soll denn der Blinker, das kann doch nicht so viel ausmachen. Aber es ist symptomatisch dafür, dass aus der Vergangenheit ererbte unterschiedliche Reglementierungen, die nichts zu tun haben mit Sicherheit, Gesundheits- oder Umweltstandards, die einfach zufällig erstanden sind, dass die Handelsbarrieren darstellen, sodass es dann am Ende für BMW günstiger ist, die X-Klasse in Spartanburg herzustellen für den amerikanischen Markt, anstatt hier, um dann in die USA zu exportieren. Das ist der Punkt. Wir haben noch Handelsbarrieren. Und wir wissen außerdem, dass in den Beziehungen, die wir haben mit Ländern, wo wir schon Freihandelsabkommen haben, solche Barrieren, von denen viele existieren, von denen auch sehr viele unsinnig sind, abgebaut wurden. Wir haben ungefähr aus dem Erfahrungsschatz mit existierenden Abkommen heraus einen Handelsimpuls von etwa 150% zusätzlichen Handel, wo es ein solches Abkommen gibt. Die Frage ist, lässt sich das auf die USA übertragen? Da kann man natürlich wunderbar diskutieren. Die USA ist sehr viel größer als alle anderen Länder, mit denen wir schon Abkommen haben. Wir haben mit den USA sicherlich immer auch sehr spezielle Verhandlungen geführt im Rahmen der WTO, nicht einfach weil es eine große Volkswirtschaft ist. Wie stark der Impuls sein kann, darüber lässt sich streiten. Aber dass die Barrieren noch da sind und existieren und tatsächlich Kosten darstellen für unsere Unternehmen, ist auch klar. Was bedeutet das jetzt für uns, für Arbeitnehmer, für Konsumenten? Nicht? Wir könnten ja sagen, na gut, haben die Unternehmen Kosten, was kratzt mich das? Nun, eine Sache ist, dass exportierende Unternehmen hier in Deutschland die besseren Arbeitsplätze bieten. Das ist auch statistisch bekannt und belegt, das sehe ich jedes Jahr, wenn wir Absolventenfeier haben, wo wollen unsere Studenten hingehen, welche Arbeitsplätze wollen die? Die möchten gerne in die großen Unternehmen, die multinational aktiv sind, die im Export aktiv sind. Warum wollen sie das? Weil sie für die gleiche Qualifikation, für das gleiche Altersprofil höhere Löhne bekommen. Diese Exporterlohnprämie in Deutschland bewegt sich zwischen 10-15%. Für die gleichen Skills, also für die gleichen sozusagen Fähigkeiten und Diplome. Das ist eine Menge Geld, wenn man das über ein Lebenszeitalter rechnet. Das zweite, das sind so höhere Löhne in den international erfolgreichen Unternehmen. Und der zweite Punkt ist, dass die Amerikaner in vielen Bereichen Güter besser herstellen können, als wir das tun. Also im Agrarbereich sehen wir, dass das ein Gefährdungspotenzial ist für europäische Produzenten, zum Beispiel von Getreide oder Mais, weil die Amerikaner das billiger anbieten können. Aber
Wir sehen auch, dass in den USA eine ganze Reihe von Lebensmitteln deutlich billiger sind als bei uns. Wenn wir uns also Sorgen machen um sozusagen the working poor, die Menschen, die niedrige Löhne haben und die jeden Euro umdrehen, kann man doch nichts dagegen haben, wenn die Lebensmittel billiger werden und damit auch gerade die wenig Einkommen haben, höhere Kaufkraft damit bekommen. Also das Wegräumen dieser Kosten kann bei den Unternehmen Vorteile verursachen, bei den Arbeitnehmern, wenn sie stärker im internationalen Geschäft eingebunden sind, und das hat nun mal den Vorteil höherer Löhne, und auch bei den Konsumenten, wenn sie billiger zu den Autos kommen, billiger zu Lebensmitteln, billiger zu Elektronik und so weiter. Ja, vielen Dank. Wobei man unglaublich viele Argumente auch in ihr Gegenteil verkehren kann. Die Zahlen 100 Milliarden in der einen Richtung, 80 Milliarden zurück, sind eindrucksvoll, zeigen, wir haben ein wichtiges Thema. Aber man kann natürlich auch sagen, das beweist doch die These, dass der Handel jetzt schon unglaublich boomt. Ihre These ist, er könnte sogar um ein Vielfaches mehr boomen. Jetzt haben Sie, ich will nur ganz kurz bei Einzelthemen nachhaken, ausgerechnet Spartanburg genannt. Da war ich mit einer Münchner Wirtschaftsdelegation. Und was hat BMW und die Werkleitung Spartanburg erzählt? Dass dieses Investment nicht nur wegen der günstigen Produktionsbedingungen in den USA, wegen der geringen Kosten, wegen der einfachen Genehmigungsverfahren beschlossen worden sei, sondern vor allem, weil der amerikanische Markt nur Fahrzeuge, die in Amerika produziert werden, auch akzeptiert. Das hat BMW in allen Publikationen auch gesagt. Und das wird ja auch beherzigt von Porsche und Daimler im Russland- und China-Geschäft. Wenn man in einem fernen Land verkaufen will, muss man auch dort produzieren, damit man vom dortigen Markt akzeptiert wird, nach dem Motto, es sind auch unsere Jobs, die bei einem BMW-Kauf, der Dreier wird ja ganz ausschließlich dort produziert für den amerikanischen Markt, das würde sich doch nicht im geringsten ändern, dass der amerikanische Markt verlangt, Fahrzeuge, die man uns verkaufen will, sollten auch amerikanische Jobs sichern. Ich weiß jetzt nicht, was sich da bessern soll. Allerdings bei den Reimporten, und da ist schon eine Frage, wenn die 10% in den Brüsseler Haushalt nicht mehr vom Handel kommen, dann sollen das die Working Poor zahlen oder wer? Denn Brüssel hat noch nie weniger Einnahmen gefordert. Es geht doch offensichtlich um eine Entlassung von international agierenden Konzernen. Und wenn die von den Zolllasten befreit werden, wird man das Geld andernorts kassieren wollen. Also zunächst einmal wird der Konsument einer X-Klasse hier entlastet. Das ist das, was passiert. Denn er zahlt ja 10% weniger für das Auto. Die Zölle behält ja nicht der BMW ein oder so. Nicht? Also das ist also etwas, das für jeden Käufer dieses Autos eine Ersparnis darstellt. Aber Sie haben recht natürlich, das fehlt dann im EU-Budget. Nur es gibt andere, sozusagen effizientere, wie wir sagen, in der Volkswirtschaftslehre, andere Steuern, die nicht eingreifen sozusagen in die Austauschverhältnisse im internationalen Handel, die effizienter werden, zum Beispiel. Hat Vorteile, nicht? Also für wen? Das ist aus volkswirtschaftlicher Perspektive. Das erhöht, wenn wir Steuern erheben, dann verursacht das Erheben von Steuern Nebeneffekte, nicht? Also die Lohnsteuer führt dazu, zum Beispiel, dass Menschen ihr Arbeitsangebot anders organisieren, als sie sonst täten, nicht? Wenn ich stark besteuert werde und meine Frau stark besteuert würde, dann bleibt sie vielleicht zu Hause und geht nicht arbeiten. Sie würde aber arbeiten gehen, wenn die Steuer geringer wäre. Nicht? Also Steuern haben umlenkende und verzerrende Effekte. Und Zölle sind da besonders bösartig, sage ich mal. Das werden Sie mir jetzt nicht glauben, aber das kann man in jedem Kurs zur Außenhandelslehre lernen. Sie zahlen mich ja, ich bin ein Staatsbeamter, nicht? Also Ihr Steuergeld landet bei mir.
Und Sie können mir glauben, ich erzähle Ihnen hier nicht irgendwelche Geschichten, die mir ideologisch in den Kram passen. Wir wissen, dass Zölle aufgrund ihrer verzerrenden Wirkung einen höheren Schaden haben als andere Steuern. Die besten Steuern zum Beispiel wären Vermögensteuer, ne? Erbschaftssteuer. Wenn das jemand von Ihnen gut findet, wäre ich dabei. Wenn wir so die Zölle auf das Auto, die 10% Importzoll wegkriegen und dafür bei der Erbschaftssteuer nachjustieren, wäre das ein Gewinn für die deutsche Volkswirtschaft. Gut, wir werden dann allerdings morgen mit zittrigen Händen die Zeitung durchblättern, denn da steht das jüngste Urteil zur Erbschaftssteuer drin. Der Trend der Rechtsprechung geht übrigens mit einleuchtenden Argumenten, was die Ungleichbehandlung von Vermögen angeht, in die gegenteilige Richtung. Noch eine Nachfrage, weil Sie die Working Poor genannt haben, die ja von einer Verbilligung der Lebensmittel profitieren würden. Ich glaube, dass das tatsächlich eine wichtige Interessenslage ist. Das spielt sich ja bei uns in jedem Stadtteil ab. Die Besserverdienenden fahren mit dem Porsche Cayenne beim Bioladen vorbei, um ganz umweltbewusst einzukaufen, während der Suff auf dem Bürgersteig parkt, und die Kleinrentner gehen zu Aldi, wohl wissend, dass alles aus Massentierhaltung stammt, was ihnen wurscht ist, weil es das Einzige ist, was sie sich leisten können. Ich habe das jetzt bewusst so plakativ dargestellt, weil wir tatsächlich eine einkommensschichtspezifische Betrachtungsweise von ökologischen Fragen bei der Ernährung haben. Und ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, dass die Bevölkerung, die von Sozialhilfe lebt oder schlecht bezahlt in ihren Jobs dahin spart, dass die vor allem auf die Preisfrage achtet. Aber würden Sie es tatsächlich für ein Gebot der Stunde halten, dass amerikanische Produktionsweisen in der Landwirtschaft, wo ja selbst niedersächsische Massentierhaltungsbetriebe und Getreideproduzenten noch winzige Zwerge sind, weltweit mehr um sich greifen? Ja, also da muss man, glaube ich, differenzieren, nicht? Weil wir haben in Europa, wie wir vorher schon über die Hühnchen gesprochen haben, auch leider Gottes Praktiken bei der Lebensmittelherstellung, wo wir nicht sagen können, die sind besser als die amerikanischen. Das muss man auch mal festhalten. Wenn Sie sich, es gibt Statistiken zum Beispiel über den Pestizid- und Kunstdüngereinsatz pro Hektar. Wenn Sie sich das anschauen, dann fallen Sie aus allen Wolken. Das sind die Amerikaner viel besser als wir. Die haben größere Flächen, die Landwirtschaft dort ist nicht so intensiv wie zum Beispiel in Holland, nicht? Also insofern muss man da schon differenzieren. Was wir sehen, ist, dass durch gewisse Importbeschränkungen, zum Beispiel jetzt bei den Hühnern, bei Geflügeln, eine bestimmte Produzentenlobby in Europa und in Deutschland höhere Profite macht, als es der Fall wäre, wenn es Wettbewerb aus den USA gibt. Darum ist sozusagen, sagen wir mal, den Geflügelzüchtern in Deutschland sehr recht, wenn das Chlorhuhn immer als große Gefahr dargestellt wird, denn hinter dem Importverbot versteckt man dann sehr gut irgendwelche Profite, nicht? Und wenn diese Profite verschwinden und die Menschen sich bei gleicher Qualität des Hühnchens mehr und mehr Geld leisten können, dann sind wir doch alle zufrieden, nicht? Also das wäre das Ziel. Bei anderen Produkten, wie zum Beispiel bei Sojabohnen, nicht? Also USA hat im Sojabereich massiv Marktanteile verloren in Deutschland auf Kosten von Brasilien. So. Die Frage ist, war das gut? Nicht? In Brasilien schneidet man einen Regenwald um und die Amerikaner verkaufen dafür die Sojabohnen nach China oder sonst wohin. Also die Frage ist, ob wir, wenn wir mehr Sojabohnen aus den USA importieren, nicht indirekt sogar etwas Gutes tun, weil wir Gegenden, wo Sojabohnen mit höheren Umweltproblemen verbunden sind, entlasten. Muss man auch fragen. Vielen Dank. Jetzt haben Sie eine Eingangszahl genannt, die deutsche Wirtschaft ist zu mehr als der Hälfte exportabhängig. Da war allerdings der EU-interne Export mit drin. Alles, also alles über die Bundesgrenzen sozusagen. Genau.
Ja, damit meine erste Frage an Herrn Klunk. Sie sind jetzt hier nicht das Organ von ATTAC, aber Sie sind bei ATTAC aktiv und deren bester Sprecher zum Thema TTIP. Deswegen eine ganz hinterfotzige Frage. ATTAC nennt sich auch Globalisierungsgegner. Kritiker. Die Globalisierungsgegner war jahrelang das Etikett, aber in der Tat von den Medien, von Dritten. Sie selber nennen sich Globalisierungskritiker. Und deswegen meine Frage, könnte es nicht sein, dass Sie TTIP bekämpfen, weil Sie in Wahrheit gar keine Ausweitung, sondern eine Einschränkung des freien Handels wollen? Die Frage ist nicht so hinterfotzig, wie Sie hoffen. Das sind zwei völlig getrennte Dinge. Also ich kann die sogenannten Freihandelsabkommen kritisieren, ohne deshalb im gleichen Takt für eine Schrumpfung der Wirtschaft oder eine stagnierende Wirtschaft einzutreten, was ich in anderem Zusammenhang tun kann. Wenn die Freihandelsabkommen ordentlich benannt würden, würde man sie nur Handelsabkommen nennen, dann hätte ich auch gar kein Problem. Dann hätte niemand ein Problem. Wenn es das ein bisschen unfair ist, ich bitte um Entschuldigung, Herr Föhrmeier, wenn es nur um ökonomische Probleme ginge, dann könnten wir 80% von dem, was da an der Tafel steht, wegstreichen. Alles Politische könnten wir wegstreichen. Der Handel mit den USA läuft seit sehr vielen Jahren, auch zwischen der EU, nicht nur Deutschland, sondern auch der EU und den Vereinigten Staaten. Und es mag zutreffen, dass wir kein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen EU und den USA haben. Aber wir haben eine Fülle, ungefähr 10 andere Handelsabkommen zwischen der EU und den USA. Zum Beispiel den Transatlantic Economic Council. Ja, das ist kein Abkommen, jetzt, ich weiß, aber auch da wird gesprochen, wie kann der Handel gefördert werden. In all diesen Abkommen, wir haben ja schon mal der Klinge gekreuzt, ob sie Abkommen sind oder nicht, gut, aber alles das sind Gesprächsforen, Konferenzserien, Treffen organisierte, in denen über die Erleichterung des Exports in beiden Richtungen gesprochen wird. Das heißt, das Thema ist nicht jetzt erst durch TTIP zwischen den USA und Europa auf dem Tisch. Es ist seit 10 oder 11 oder 12 Jahren auf dem Tisch. Sodass die Frage von Herrn Odeb, warum wir das eigentlich brauchen, im Lichte dessen, dass wir da schon seit vielen Jahrzehnten, Jahren drüber sprechen, ganz berechtigt ist. Ich mache mir es insofern auch ein bisschen leicht, indem ich jetzt sozusagen an der Frage vorbei antworte und auf das zurückkomme, wenn es nur Handelsprobleme gäbe oder nur ökonomische Fragen, die geregelt werden oder die nicht tarifären Handelshemmnisse oder andere Dinge oder Zölle oder was immer, sehr vieles, was Sie genannt haben, wenn es nur darum ginge, dann bräuchten wir dieses Abkommen TTIP nicht. Es ist dafür nicht nötig. Es könnte erheblich kleiner ausfallen. Der ganze Investmentteil könnte wegfallen. Der ganze Serviceteil könnte wegfallen, wenn es nur um Handel mit Gütern geht, um da auch genauer zu sein. Sodass die groß angelegte und die Umfassendheit dieses Abkommens nicht durch ökonomische Überlegungen erfordert ist. Ich stelle außerdem fest, ich will es aber jetzt kurz machen, ich stelle außerdem fest, dass die ökonomischen Argumente wie ihre Jahreszeiten haben. Sie blühen auf, sie verdorren und sie fallen zur Erde wie Herbstblätter und niemand hört mehr von ihnen. Es hat begonnen im Sommer letzten Jahres, als mit dem Argument, der persönliche Wohlstand wird dadurch erhöht um 545 Euro. Als dieses Argument von de Gucht selber irgendwie zerfleddert wurde am 30. Januar beim Monitor, wurde das fallen gelassen.
Danach kam das Argument auf, TTIP ist notwendig für die Wirtschaft, zur Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, zur Steigerung des Exports, Förderung des Exports. Da war von dem persönlichen Einkommen nicht mehr die Rede. Dieses ist seit ungefähr einem halben Jahr wiederum verschwunden, dieses Argument. Und worüber jetzt diskutiert wird, auch übrigens zunehmend von unserer eigenen Bundeskanzlerin, sind die geopolitischen Argumente. Wir brauchen TTIP, damit an uns keiner mehr vorbeikommt, flapsig gesagt. Freundlicher gesagt, damit wir die Standards setzen und nicht die Chinesen uns die Standards vorschreiben. Und das ist der größte Binnenmarkt, der dadurch entsteht. Wobei bei dieser Größenbegeisterung ich sowieso immer schon meine großen Bedenken habe, denn wenn China mit einem einzigen Land ein bilaterales Abkommen schafft, hat es schon einen größeren Binnenmarkt, als den wir jemals mit den USA herstellen können. Dass China inzwischen selbst dort unten regionale, plurilaterale Handelsabkommen schließt, ist bekannt. Dass die BRICS-Staaten ihrerseits sich zu organisieren anfangen, ist auch bekannt, eine eigene Entwicklungsbank, eine Art Neben-WTO. Und diese Erscheinungen sind es, die jetzt, und gar nicht mal die ökonomischen Argumente, die verantwortlichen Politiker des Westens dahin bringen zu sagen, wir verlieren an Gewicht in der Weltpolitik, wenn wir uns nicht zusammenschließen. Dieses Argument hat nichts mehr mit Ökonomie zu tun. Im Gegenteil. Diesem Argument zuliebe, also der Machtposition des Westens zuliebe, müssen wir wirtschaftlich stark sein. Das heißt, die Globalisierung wird hier in kleinem Rahmen, gar nicht mal multilateral wie in der WTO, weitergetrieben, damit ein Machtfaktor, den wir bisher hatten, erhalten bleibt. Das macht mich bedenklicher als alle Diskussionen über Zölle und nicht tarifäre Handelshemmnisse. Vielen Dank, aber genau dieses Argument kann man ebenfalls ins Gegenteil verdrehen. Es ist ja wohl unbestreitbar, ich habe das in China besichtigt, dass die Arbeitnehmerrechte und der Umweltschutz und der Verbraucherschutz fast nirgendwo auf der Welt in einem miserableren Zustand als in China sind. Bei enormem Wirtschaftswachstum, aber die Standards der Arbeitnehmerrechte in einem Partei mit kommunistischer Regierungspartei, in einem Land mit 1,2 Milliarden Menschen und mit Umweltproblemen, die so weit gehen, dass man die gesamte örtliche Wirtschaft abschalten muss, wenn man ein paar internationale Gäste hat, damit der Himmel nicht verdunkelt. Da ist doch die geopolitische Frage, unsere Standards oder deren Standards, nicht frevelhaftes Machtstreben, sondern eine ganz vernünftige politische Strategie. Und Sie haben jetzt gerade den Verdacht geäußert, es gehe um Standards, die geopolitisch durchgesetzt werden. Ist es nicht gerade ein Argument für TTIP? Wenn ich in einer Unterhaltung, wo auch Herr Professor Felbermayr teilgenommen hat, unserem Ex-Minister Friedrich glauben dürfte, dass es wirklich in erster Linie um Standards ginge, dann würde ich auf Ihre Frage jetzt im scheinbar gewünschten Sinn antworten können. Ich halte das Machterhaltungsargument für das Stärkere. Von Frau Merkel höre ich nichts über Standards, sondern nur über, wir sind nur noch so um 10% der Weltbevölkerung und in so und so vielen Jahren noch weniger und unsere Produktionsanzahl am Welt-BIP schrumpft und wenn wir hier nicht aufpassen und noch zusammenschließen, dann fallen wir zurück hinter China. Solche Argumente höre ich nicht, die von Standards. Ich würde auch dann auf Standards noch eingehen können, wenn wir durch ein Abkommen oder sagen wir, wenn die USA durch ein Abkommen, die ja China in TPP ins Transpazifische einbeziehen möchten oder jedenfalls so tun, als möchten sie, wenn sie die Macht hätten, in China Standards durchzusetzen. Aber wer glaubt, dass durch Handelsbeziehungen plötzlich alle
Fabriken, die abbrennen und zusammenstürzen, verschwinden. Oder dass sämtliche Arbeitnehmerrechte oder Gewerkschaftsrechte in China Einzug halten, glaube ich, verspricht sich zu viel von etwas, was, wie Herr Felbermayr erklärt hat, in erster Linie eine Handelserleichterung ist. Vielen Dank. Die Frage geht deswegen voll an Sie. Woher kommt der Glaube, ich will jetzt nicht sagen von Ihnen, sondern von der Kanzlerin, dass wir Atlantiker, wenn wir schneller sind, der Welt Standards aufzwingen können, wenn es nicht einmal in einer Frage des Überlebens, nämlich bei der Abwehr der Klimakatastrophe, gelingt? Woher der Optimismus, dass Russland und China, um die beiden hauptsächlich genannten Welthandelspartner zu nennen, sich plötzlich ökologischen und sozialen Standards beugen sollen, wenn sie es nicht einmal in Existenzfragen tun? Ja, woher die Kanzlerin, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Es ist aber übrigens auch nicht ein Ziel dieser Verhandlungen. Herr Ude, es gibt ja das Mandat. Entschuldigung, aber das war ein wörtliches Zitat aus den Fernsehnachrichten, wo die Kanzlerin sagte, wir müssen die Bedenkenträger in die Schranken weisen, wir müssen unsere hohen Standards festschreiben, bevor es andere mit ihren niedrigen Standards tun. Also das ist sozusagen die regierungsamtliche Erläuterung, warum TTIP notwendig sei. In dem Mandat, das Frau Merkel und die anderen Regierungschefs der Kommission erteilt haben, ist nicht die Rede davon, dass wir mit dem Abkommen in China die Umwelt- oder Arbeitsstandards setzen wollen. Das wäre naiv. Ja, das wissen wir alle, dass China, Russland, Brasilien sich nicht diktieren lassen, nicht von der EU und der USA gemeinsam und nicht einzeln, das wissen wir doch alle. Es geht bei den Standards um was anderes. Es geht um die Frage, wie der Welthandel der Zukunft gestaltet werden soll. Denn da gibt es ja auch sehr viele Normen, Standards, Regeln. Zum Beispiel, wie handhaben wir den Handel von Dienstleistungen, Content, also Filme, Spiele, Architektenleistungen und so weiter über das Internet. Da haben die Chinesen ganz andere und die Russen ganz andere Vorstellungen wie wir. Wir haben mit den Amerikanern unsere Probleme, wenn denn auch zwischen den USA und Europa gibt es andere Vorstellungen, was Datenschutz angeht. Nicht? Das, vielleicht diskutieren wir noch genauer darüber. Aber der Abstand zwischen den demokratischen Werten beim Datenschutz in Europa und den Werten oder den Vorstellungen, die eine Diktatur hat, wie in China, aber man kann auch in der Türkei und in Russland skeptisch sein. Dieser Abstand ist groß und es geht nicht um die Frage. Fast polemisch fragen, ich gebe es aber selber zu. Gibt es denn einen diktatorischen Geheimdienst, der so viel Daten sammeln kann wie der NSA? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es keinen anderen. Ne? Ich denke mir, die Chinesen und die Russen, die Israelis und so, die sind da auch nicht so schlecht. Aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube, um was es in TTIP geht und was die Kanzlerin hoffentlich meint, ne? Ich hoffe, ist, dass wir in einer sich verändernden Welt, wo wir neue Technologien haben, Biotechnologien, Nanotechnologien, das Internet der Dinge, das 3D-Printing und so weiter und so fort, andere Vertriebskanäle haben auch. Ne? Wir handeln immer mehr über das Internet, dass wir da auch Regeln brauchen, Ordnung, eine Weltordnung. Und wir wissen, dass wir da mit den Amerikanern zunächst einmal eine Wertebasis haben, die uns mehr verbindet, als die mit China oder mit Russland. Denn Demokratie und Marktwirtschaft mit allen Ausspreizungen und Unterschieden, die es da gibt, haben doch die beiden Regionen gemeinsam. Und wir wissen auch, dass die WTO, die es ungefähr seit 20 Jahren gibt, in den 20 Jahren ihrer Existenz zu den drängenden ordnungspolitischen Fragen der Weltwirtschaft keine Beiträge geleistet hat. Der Generaldirektor Acevedo hat letztes Jahr, ungefähr vor einem Jahr, als in Bali mal doch mal ein gemeinsames Dokument verabschiedet wurde, hat er gesagt, zum ersten Mal in der Geschichte der WTO hätte die WTO geliefert. Zum ersten Mal. 19 Jahre ist nichts passiert. Und das trifft leider Gottes ziemlich genau die Sache auf den Punkt. Die WTO funktioniert noch nach Regeln, die zwischen
80 und 95 ausgehandelt wurden, in der Uruguay-Runde. Da gab es die Sowjetunion noch. Da gab es noch kein Internet. Da waren wir technologisch auf einem ganz anderen Stand. Da gab es noch nicht die neuen Schwellenländer in ihrer Bedeutung, die uns neue Themen aufgezwungen oder aufgedrängt haben. Deswegen würde ich meinen, wenn man über Standards spricht, so wie die Frau Merkel interpretiert, dass sie da die Regeln meint des Welthandels des 21. Jahrhunderts, dass wir mit einem TTIP Fabriksstandards im Textilbereich in Bangladesch verbessern, das halte ich für abwegig. Das kann ich nicht vorstellen, wie das funktioniert. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass wir da schon einen wichtigen Erkenntnispunkt weiter sind. Die Illusion, die man den Fernsehnachrichten entnehmen konnte, die westliche Wertegemeinschaft setzt ihre Standards global durch, wenn sie als erstes ins Ziel läuft, wird also nicht jetzt von Ihnen nachhaltig propagiert. Die Hoffnung hat man natürlich... Nicht in dieser Pauschalität, aber wenn wir uns das Internet der Zukunft vorstellen, dann müssen wir zwei Dinge gewährleisten. Erstens soll der Fluss der Information gewährleistet sein, aber nicht zu jedem Preis. Wir müssen die privaten Datenschutzrechte und so weiter sichern. Die Frage ist, wie macht man das? Und wenn da die transatlantische Gemeinschaft in der Lage ist, Standards zu setzen, die vielleicht später dann auch für andere gelten, dann wäre das ja im Sinn von Frau Merkel. Aber dass wir jetzt durch das Abkommen den CO2-Ausstoß in China reduzieren oder die Arbeitnehmerrechte in Bangladesch verbessern, das glaube ich nicht. Gut, vielen Dank. Jetzt greife ich aber die politischen Begriffe, die Sie genannt haben, auf, die Wertegemeinschaft, die Demokratien, die sich schneller auf Standards oder Regelwerke verständigen können. Genau da greift doch die Kritik am TTIP an. Können Sie mir uns allen einen Grund nennen, warum anders als selbst bei der NATO, anders als bei allen internationalen Verhandlungen hier eine Geheimhaltungsstufe gilt, die so weit geht, dass selbst Bundestagsabgeordnete in ihrer Fraktionssitzung nicht erfahren, wie das Verhandlungsmandat lautet? Was hat das mit der Wertegemeinschaft des dem Parlamentarismus verpflichteten Westens zu tun? Nichts. Also das ist aber jetzt nichts, das, was mit den, USA zu tun hat. Nicht? Nein, also wir haben mit Singapur verhandelt, mit Südkorea verhandelt, mit Indien verhandelt, mit Japan wird verhandelt. Es gibt eine ganze Reihe von Verhandlungsabkommen und es lief immer in diesem Stil. Und das war jetzt nicht sozusagen ein Einfluss der Amerikaner, sondern so hat die Kommission, seitdem sie das Recht dazu hat, so hat sie verhandelt. Warum das so intransparent läuft, das kann ich Ihnen nicht erklären. Es gibt ein paar Gründe, wo man sagen kann, wenn gepokert wird, kann nicht jeder in die Karten gucken. Aber in dem Ausmaß, in dem hier zum Beispiel die Abgeordneten, auch die Europaparlamentarier, keinen Einblick haben in die Akten, das kann keiner nachvollziehen. Es gibt übrigens, das muss man der Kommission schon zugute halten, Fortschritte. Das Abkommen mit Südkorea, das hat mir hier keinen interessiert, nehme ich an, aber mich schon, das habe ich damals auch schon versucht zu modellieren. Und ja, da braucht man Informationen. Ich muss meine Modelle füttern und kann nicht. Ich weiß ja nichts. Ich wusste damals auch nichts. Das hat mich damals schon gestört. Aber was wir heute haben, ist, wir haben immerhin das Mandat, Herr Ude. Seit ein paar Wochen ist das Mandat publik, auf Deutsch, auf Englisch. Sie haben sicher schon Einblick darin genommen. Insofern hat sich die Kommission schon ein Stück bewegt. Sie hat noch nie in der Geschichte das Mandat publik gemacht. Insofern haben die Aktivitäten wie diese hier in diesem Raum oder Herr Glungs Aktivitäten, und wir sind am IFO ja auch kritisch, ne, in dem Sinne, dass wir nicht alles für toll halten, hat sicherlich dazu geführt, dass wir heute mehr Transparenz haben als je zuvor. Sicher nicht genug. Vielen Dank. Ich habe ja schon gesagt, dass eigentlich in Süddeutschland, das kann man aber auch im Netz selber verfolgen, der Artikel, der Ihnen ja vorliegt, von Fritz Glunk, der erste war, der nicht nur die fehlende Transparenz und die fehlende Parlamentsbeteiligung gerügt hat,
sondern auch die Frage der Schiedsgerichte. Nachdem Sie dieses Thema sozusagen an die große Glocke gehängt haben, würde ich Sie mal bitten darzustellen, was sind Ihre Kritik an den Stichworten Transparenz, Parlament und Gerichtsbarkeit? Ich werde ein bisschen länger als meine vorigen Antworten. Ich glaube, dass die Prämissen Ihrer Frage an Herrn Professor Feldermeier nicht ganz richtig waren. Vielleicht sind Sie auch gar nicht überzeugt. Die Wertegemeinschaft zwischen Europa und den USA wird vorrangig betont und als Argument gebracht von den Befürwortern der Freihandelsabkommen. Ganz speziell von den Amerikanern selbst. Wenn ich sehe, was in Amerika geschieht, wir müssen nicht auf die allerjüngsten, wir können auch auf weiter zurückliegende Vorfälle uns beziehen, dann frage ich mich sehr oft, ob diese Wertegemeinschaft so weit geht, dass ich von einer Wertegemeinschaft sprechen darf. Da finden Dinge statt, die ungeahndet bleiben im rechtlichen Raum, wo ich mich frage, welche Werte gelten dort. Auch die etwas, nicht präzise, aber ein wenig synonym gemeinte Zusammenstellung von Demokratie und Marktwirtschaft. Herr Feldermeier wird immer wieder von den Befürwortern der, wie soll ich sagen, kapitalistischen Produktionsweise ins Feld geführt. Demokratie und Marktwirtschaft sind nicht synonym. Wir kennen Fälle, wir können die nennen, wir müssen aber nicht nennen, wo das völlig auseinanderläuft, wo ich Marktwirtschaft mit einer Diktatur und umgekehrt habe. Das gibt es. Also die gehören nicht so nah zusammen, wie manchmal suggeriert wird. Was die Transparenz betrifft, ist die flapsige Antwort, die aber einen Kern Wahrheit hat. Wer so geheim verhandelt, hat etwas zu verbergen. Der Verdacht besteht. Ein Abkommen, das derartig tief in das Leben und in den Alltag und in den wirtschaftlichen Alltag der Menschen in Europa und in den Vereinigten Staaten eingreifen wird, kann nicht hinter verschlossenen Türen verhandelt werden. Ohne Beteiligung. Kann. In dem Punkt sind Herr Böhmer und ich gar nicht mal weit auseinander, glaube ich. Ich habe ihn jedenfalls schon oft mal auch in solche Richtung sprechen hören. Die Nichtveröffentlichung des Mandats ist einfach eine Farce und ist nur durch diplomatische Gewohnheiten erklärbar. Das Mandat war wenige Tage, nachdem es beschlossen war, schon geleakt. Trägt das Datum vom 17. Juni 2013 und Anfang Juli hatte ich das Mandat schon in englischem Wortlaut und ich war sicher nicht der Einzige. Trotzdem wurde die Geheimhaltung aber aufrechterhalten und ein Jahr lang aufrechterhalten mit der Begründung seitens der Bundesrepublik, andere Staaten, Mitgliedstaaten der EU seien gegen die Veröffentlichung des Mandats. Also das war lächerlich. Es war ebenso lächerlich, dass ein Europaabgeordnete wie Elmar Brooks, die Intransparenz begründete, man möchte sich nicht in die Karten schauen lassen, wo man die roten Linien gezogen hat, bis zu denen man sich noch was abhandeln lassen möchte, weil das ein verhandlungstaktischer Nachteil wäre. Wer das Mandat inzwischen gelesen hat, muss sich sagen, dass dieses Mandat keine einzige rote Linie enthält. Keine einzige. Das Mandat enthält Verhandlungsziele, von denen jeder weiß, dass sie nicht ganz genau erreichbar sind. Aber bis zu welchem Grad man sich etwas abhandeln lassen will, sucht man vergebens in dem Mandat. Es steht einfach nicht drin. Also weder die roten Linien noch die Geheimhaltung aus diplomatischen Gründen, weil man das immer so gemacht hat, sind eigentlich nachhaltige Gründe. Jetzt habe ich die zwei anderen Sachen vergessen. Parlamentsrechte und Ihr Spezialthema Gerichtsbarkeit. Ja, beim Parlament müsste man eine komplizierte Diskussion beginnen, die allein einen Abend erfordert, weil es darauf ankommt, ob alle diese Abkommen, das ist ja noch ein drittes, auch noch im Busch, genannt TISA, ob diese Abkommen sind, die gemischt genannt werden und dann auch von den
Länderparlamenten der Mitgliedstaaten ratifiziert werden müssen. Es kommt auch darauf an, ob diese Abkommen den institutionellen Rahmen der EU so weit verändern, dass hier erhebliche Neuerungen eingeführt werden. Das scheint der Fall zu sein. Im Fall solcher Neuerungen darf auch das Europaparlament ratifizieren. Wenn die nicht gegeben sind, wird das Europaparlament nur gehört. Das muss man sich auch mal klar machen. Wenn die Kommission schlau genug ist, ein TTIP zu machen, das keine Strukturen im Europarecht verändert, dann braucht sie das Europaparlament nicht, sondern entscheidet allein. Es wird gehört, der Rat der Europäischen Union berücksichtigt das Votum des Parlaments, aber es ratifiziert nicht. Also, wenn Sie ein gemischtes Abkommen haben, das erhebliche Einschnitte und Eingriffe in Institutionen der Europäischen Union mit sich bringt, dann entscheidet das Europaparlament und die Parlamente der Mitgliedstaaten mit, sonst nicht. Wenn ISDS raus ist, dann gibt es manche, die sagen, dann ist es schon kein Mitgliederparlament abstimmungsbedürftiges Abkommen mehr. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, wenn ISDS drin ist, dann müssen die Länderparlamente mitstimmen. Es wird Definition gewünscht. Wie bitte? ISDS. Achso, Verzeihung. Das ist die Schiedsgerichtsbarkeit. ISDS ist die Abkürzung für Investor-State-Dispute-Settlement. Also die Schiedsgerichtsbarkeit bei Streitigkeiten zwischen einem Investor und einem Staat. Ich bitte um Erlaubnis, ISDS weiterverwenden zu dürfen. Jetzt nach dieser Erläuterung. Also der Europäische Gerichtshof hat gesagt, ISDS, wenn draußen ist, brauchen die Länder gar nicht mitzustimmen. Aber wenn es drin ist, müssen die Länder mitstimmen. Also hier sind Dinge im Gang und es ist noch nicht, das zweite war ein bisschen interpretiert, jetzt gebe ich zu. Aber Sie haben gesagt, wenn es drin ist, müssen die Länder abstimmen. Es gibt noch kein Beschluss des EuGH. Ja. Aber ja, das ist Sache. Es gibt Meinungsverschiedenheiten hier, die noch nicht aufgelöst sind und abschließend geklärt sind. Es gibt Befürworter dieser Schiedsgerichtsbarkeit, die sagen, man soll sich doch nicht so haben, das gibt es ja schon in Hunderttausenden, nicht ganz, in 3000 oder 130 anderen Investitionsschutzabkommen oder Handelsabkommen. Warum jetzt diese Aufregung? Diese Frage würde ich gerne nochmal auf die Seite stellen. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist in der Tat etwas, was es seit Jahrhunderten gibt. Seit der Hanse, seitdem internationaler Handel getrieben wird, gibt es Schiedsgerichte. Wenn sich ein Kaufmann in einem fremden Land schlecht behandelt fühlt, muss er irgendwie ein Mittel in die Hand kriegen, zu seinem Recht zu kommen. Dieses hat es in der Hanse gegeben, da haben es die Konsuln gemacht, die meistens ein Vertreter der Kaufleute waren, bevor sie dann als Diplomaten vom Entsendeland entsandt worden sind. Und solange die Schiedsgerichtsbarkeit entscheiden musste zwischen gleichberechtigten Parteien, also Unternehmen gegen Unternehmen, der Ute hat es vorhin kurz angedeutet, können Sie sagen, gab es das schon immer und warum die Aufregung? Jetzt aber, und zwar erst seit 1969, 50. Nein, es ist nicht Deutschland-Pakistan, es ist Niederlande-Tschad. Ich habe es nachgeschaut. Das war das erste Abkommen, in dem eine Schiedsgerichtsbarkeit festgelegt worden ist, die nicht ein Unternehmen gegen ein Unternehmen hat klagen lassen, sondern ein Unternehmen gegen einen Staat. Ich meine, auch Sie können die Bundesrepublik auch verklagen. Daran ist noch nichts Besonderes, dass man einen Staat anklagen kann. Sie können Ihr Recht gegen den Staat zur Geltung zu bringen versuchen, vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Das Fatale aber, und was mich damals bei diesem Aufsatz wirklich sehr geärgert hat, ist, dass etwas, was so zivilrechtlich aussieht, ich will was von dir, du willst was von mir und wie einigen wir uns, holen wir doch einen Schiedsrichter, der entscheidet zwischen uns, eine, wie ich es damals nannte, perverse Public-Private Partnership ist. Denn ein privates Gericht stellt plötzlich fest, was sie als Steuerzahler berappen sollen. Und der Vorgang ist ungeheuerlich. Sie müssen sich mal vorstellen, dass wir seit 100 Jahren auf die Barrikaden gegangen sind, um das Haushaltsrecht
das Königsrecht des Bundestages zu erringen. Heute haben wir es. Und jetzt kommt auf der anderen Seite kommt eine Privatinstitution daher und sagt, es interessiert uns nicht, was ein Bundestag beschließt, sondern ich möchte jetzt von dem Staat Bundesrepublik Deutschland so und so viel, es sind öfters Millionen als Milliarden, aber in einigen Fällen auch Milliarden. Und dann muss der Staat bezahlen. Es gibt noch keine Revisionsinstanz, außer bei CETA wegen ganz wilder, formaler, vielleicht nicht mal da. Also dann muss der Staat bezahlen. Das heißt, ein privates Schiedsgericht nimmt den Steuerzahler in Haftung. Und das ist etwas, was rechtlich eine so schreckliche Konstruktion ist, dass ich damals diesen Text geschrieben habe und habe gesagt, so darf es wohl nicht gehen. Und dass darüber nicht gesprochen wird, ist an sich ein Skandal. Und jetzt, Gott sei Dank, wird darüber gesprochen. Aber neulich war wieder erst Bouffier in der Frankfurter Allgemeinen, der gesagt hat, dauernd verklagen Unternehmen andere Unternehmen und Schiedsgerichte regeln das. Warum kann das nicht in TTIP genauso gehen? Der hat überhaupt noch nicht verstanden, dass hier Unternehmen in den Rang von Staaten gehoben werden, die mit Staaten gleichrangig verhandeln. Vor einem privaten Gericht, dessen Urteil rechtskräftig bindend ist für alle Regierungsebenen unterhalb der zentralen Regierungsgewalt. Bis zur Kommune runter. Vielen Dank. Ich spiele hier gerne den Advocatus Diaboli. Aber es geht mir einfach nicht über die Lippen, Ihnen zu widersprechen. Ich habe mich durchaus schon für Schiedsgerichtsbarkeit erwärmen können, wenn zwei Unternehmen über eine Patentauslegung oder eine Lieferung im Streit sind. Warum soll nicht ein Schiedsgericht während der Gerichtsverhandlung... oder zwei Staaten miteinander. Danke. Auch. Ich bin noch beim ersten Teil. Also. Nicht ein Schiedsgericht mit drei Experten, die das Material besser verstehen als ein öffentliches Gericht, blitzschnell darüber entscheiden. Das ist der klassische Fall des Schiedsgerichts, der gerne gepriesen wird. Branchenkenntnis, weil man entsprechende Richter auswählt im beiderseitigen Einvernehmen. Schnelligkeit, weil diese drei Richter nichts anderes zu tun haben, als das schnelle Schiedsgerichtsverfahren durchzuziehen und schnelle Herstellung des Rechtsfriedens statt einem ewigen Beweissicherungsverfahren nach den Gerichtsferien. Das ist ja vollkommen einleuchtend. Und ich finde den Gedanken, dass schon ein Fall wie der Schadensersatz-Vattenfall, wo es Dimensionen haushaltssprengender Art gab, von einem privaten Schiedsgericht entschieden wird und dann ohne Berufungsmöglichkeit, das ist ja wie ein Verfassungsgerichtsurteil, ein sogenanntes blauer Himmelurteil, darüber nur noch der blaue Himmel, aber nicht etwa das Bundesverwaltungsgericht oder ein europäischer Gerichtshof oder das Verfassungsgericht. Das ist mir unbegreiflich, wie man überhaupt auf die Idee kommen konnte. Solche Fragen, nehmen Sie Schadensersatzforderungen der Atomwirtschaft gegen angeblich diskriminierende Vorschriften im Rahmen der Energiewende oder der Energiepolitik. Ich weiß nicht, ob Sie diese Woche die Zahlen gelesen haben. Bei Fukushima geht es bei der Demontage der radioaktiv verseuchten Betonteile um 70 Milliarden und bei der Säuberung... amerikanische Dollar. Und bei der Reinigung des radioaktiv verseuchten Wassers um 800 Milliarden US-Dollar. Das sind Größenordnungen, die wir uns selbst nach der Finanzkrise noch gar nicht vorstellen können. Und jetzt könnte ein Unternehmen Schadensersatzdimensionen dieser Art gegen ein nationales Parlament geltend machen. So verstehe ich alles, was über TTIP bekannt geworden ist. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie sprechen als Ökonom für die Sinnhaftigkeit des Freihandels.
Aber können Sie den politischen Widerstand gegen so eine Schiedsgerichtsbarkeit verstehen? Ja, genau. Also das, natürlich, ich meine, wir haben in unseren, wenn ich in den Hörsaal gehe, der LMU, na, da kann ich die Vorteilhaftigkeit des Freihandels erklären, ohne dass ich das Wort Schiedsgericht benutze. Natürlich. Ja, und da hat Herr Klump natürlich recht, wenn das ein Freihandels- oder ein Handelsabkommen wäre und es nur dieses wäre, dann hätten wir wahrscheinlich hier keinen Anlass zusammenzukommen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und mir wäre als Ökonom natürlich sehr viel lieber, auch dem Herrn Sinn, das kann ich hier sagen, wenn man die, wenn man ein kleines Paket machen würde, das die benennbaren Probleme aus der Welt schafft, die Zölle, die Regulierungsunterschiede, wo es keinen sozusagen wirklichen Schutzunterschied gibt. Ne? Wenn wir das machen, kriegen wir die Wohlfahrtseffekte, die wir ausgerechnet haben, im Großen und Ganzen. Denn in unseren Berechnungen gibt es all diese anderen Dinge gar nicht. Was wir gerne, das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die aber auch die man betonen muss, ist, Deutschland ist Weltmeister beim Exportieren von Kapital. Kein anderes Land in der Welt legt so viel Geld im Ausland an, wie das Deutschland tut. Vor allem deutsche Unternehmen durch ausländische Direktinvestitionen. Und diese zu schützen im Ausland ist in unser allen Interesse. Das heißt, Investitionsschutzabkommen zu schließen, ist an sich keine böse Sache. Wir wollen im Ausland nicht diskriminiert werden, wir wollen im Ausland so behandelt werden wie die Inländer auch und wir wollen so behandelt werden, wie im Ausland der beste andere Ausländer behandelt wird, die Meistbürgerstürzklausel. Daran ist aus meiner Sicht nichts auszusetzen. Die Frage ist nur, wie die Rechte durchgesetzt werden. Die WTO, ne, die habe ich vorher kritisiert, dass sie nicht zustande gebracht hat in den letzten 20 Jahren, da war ich unfair, denn was sie geleistet hat, ist, dass wir trotz einer großen Wirtschaftskrise nicht einen Rausch von protektionistischen Politiken gekriegt haben in der Welt. Sie hat also ihre Rolle als Weltpolizei gespielt und die WTO macht das über Staat-Staat-Schiedsgerichte. Da muss also ein Vattenfall vorher die schwedische Regierung überzeugen, dass da ein Problem liegt und dann macht sich die schwedische Regierung in dem WTO-Gremium stark, um Rechte gegenüber Deutschland vielleicht durchzusetzen. Da gibt es einen Filter, nicht? Und das wäre etwas, das man sich alternativ vorstellen könnte. Auch alternativ vorstellbar wäre, dass man überhaupt auf Schiedsgerichte verzichtet und dass man eben dann über die, dass man diese Rechte, die in dem völkerrechtlichen Vertrag stehen, dann eben über die Gerichte des Landes, wo investiert wurde, durchsetzt. Auch das, gut, da können die Juristen nicht streiten, aber es ist jedenfalls denkbar. Und der Königsweg wäre, einen wirklichen internationalen Gerichtshof zu haben. Ja, mit Richtern, die auf Lebenszeit ernannt sind und nicht ad hoc, ja, die besoldet werden nach öffentlichen Vorgaben, wo es eine Transparenz gibt, wo es einen Verfahrensweg gibt. Das wäre gut. Und die Sorge, die wir haben, ist jetzt, wenn wir selbst ein sehr viel besseres Abkommen schließen mit Kanada, da kennen wir die Vorlagen, ne, können Sie lesen und Sie werden feststellen, viele der Forderungen, die ATTAC und andere aufgestellt haben, sind da ja schon enthalten. Also man hat sich bewegt. Man hat sich vielleicht nicht weit genug bewegt, aber man hat sich bewegt. Die Frage ist aber, ob nicht ein solches Abkommen, das die Legitimitätsproblematik weiter hat und diese Bilateralität weiter hat, ob ein solches Abkommen nicht einer größeren, besseren Lösung im Wege steht. Nämlich zu sagen, wir brauchen ein multilaterales Abkommen mit einem Gerichtshof, ja, und einer echten Gerichtsbarkeit. Deswegen sehen wir auch, dass diese Schiedsgerichte Probleme haben. Und was häufig übersehen wird, ist ja, dass bisher, wir in Deutschland hat 130 solche Abkommen, Deutschland wurde zweimal verklagt und hat 27 Mal verklagt, also so sind die Zahlen, aber in Zukunft würde ja nicht mehr Deutschland in erster Linie verklagt werden, sondern es würde die EU verklagt werden. Nicht? Die EU ist ja dann der Vertragspartner, die EU würde verklagt und wenn jetzt ein amerikanischer Investor ein Ölkraftwerk gekauft hat, ne, in Griechenland und dann die EU irgendwelche CO2-Vorschriften verschärft, sodass der sein Kraftwerk nicht mehr weiter betreiben kann oder Milliardeninvestitionen machen muss, damit er es weiter betreiben kann, dann wird er nicht Griechenland verklagen, sondern die EU und die EU steht dann in der Haftung und damit natürlich auch alle Mitglieder. Da gibt es einen Streit, nicht? Es gibt eine Richtlinie, die verabschiedet wurde. Das wären Eurobonds. Das wären Eurobonds, ja, genau. Das wäre eine kollektive Haftung, gegen die wir uns gewehrt haben. Wir haben längst schon Eurobonds über andere Wege. Es wäre nicht die erste Hintertür, die die Kommission geht, aber das etwas,
wo wir am IFO-Institut Sorge haben, dass man mit solchen, diesem Haftungsverbund am Ende etwas uns allen aufdrückt, das, gegen das wir uns wehren, nämlich eine kollektive Haftung. Und damit wären sozusagen dann in dem Beispiel die Ölkraftwerke in Griechenland entweder auf Kosten der amerikanischen Investoren oder auf Kosten der europäischen Steuerzahler saniert. Und ob wir das wollen, vielleicht wollen wir das ja, aber dann sollte man das offen diskutieren und dazu auch in, einen Beschluss fassen. Aber über den über die Hintertür, das gefällt uns nicht. Ich glaube, auch da sind wir. Kann ich nachvollziehen. Ja. Jetzt nochmal eine Frage an Herrn Glunk. Die Kritiker und Gegner von TTIP, und das ist nun mal mit der Attac-Bewegung eng verwoben, warnen vor Abbau von Arbeitnehmerrechten, Abbau Mitbestimmung und Betriebsverfassung, vor schlechteren Sozialstandards und vor allem auch vor Einschränkungen des Verbraucherschutzes, um ein letztes Mal das Chlorhühnchen durch den Saal zu jagen. Frage, woher wissen Sie das alles, wenn Sie andererseits mit Recht beklagen, dass Sie nichts wissen? Also das Chlorhühnchen hat den Saal verlassen, sage ich jetzt vor. Ja. Ich selbst und viele bei Attac beklagen nicht, dass sie nichts wissen. Einiges weiß man. Einiges wissen sogar sehr viele, einiges haben sogar westdeutsche öffentliche Rundfunkstationen geleakt. Den gesamten Zittertext mit Annex 1 und Annex 2 zum Beispiel. So dass wir also einiges wissen. Auf der anderen Seite aber muss ich Ihnen in einem Punkt jetzt hier Ihrer Frage recht geben. So Advocato Diaboli-mäßig können Sie die gar nicht gestellt haben. Es ist richtig, wenn die Befürworter dieser Handelsabkommen sagen, wir schreiben doch da ganz genau rein, dass wir keine Standards senken werden, dass wir keine Arbeitnehmerrechte beschränken werden, dass wir bestehende Gesetze nicht ändern und dass wir bestehende Rechte und Ansprüche in der EU überhaupt nicht attackieren werden. Diese Aussage ist zutreffend. Sie ist zutreffend. Es steht wirklich in allem, was man wissen kann heute, auch in dem CETA-Text, den wir ja relativ vollständig wissen, wenn auch noch nicht abgeschlossen, steht kein Wort drin, dass bestehende Gesetze aufgegeben werden müssen, bestehende Rechte beschränkt werden sollen, durch egal wodurch auch immer. Es steht sogar das Gegenteil drin. Es steht vielleicht sogar das Gegenteil drin. Mit anderen Worten, selbst der wildeste Attac-Aktivist wird keine rauchende Pistole finden in dem Text. Aber er findet etwas ganz anderes da drin. Und wenn er dazu noch Informationen hinzunimmt, die an anderer Stelle zu haben sind, dann wird die Sache nicht mehr ganz so freundlich. Die anderen Informationen, die hinzugenommen werden müssen, sind ein Bericht der EU-Kommission, also der Generaldirektion Handel, ein jährlicher Bericht über die Misserfolge in ihrer Tätigkeit der weltweiten Liberalisierung. Eine hochinteressante Lektüre. Ich finde es wunderbar, dass diese Kommission auch sagt, das und das und das und das haben wir nicht geschafft. An Liberalisierung. Freut natürlich den Liberalisierungskritiker. Was aber da drin steht, ist dann am Ende als Fazit nicht beruhigend. Denn dann steht dort wörtlich drin, in diesen und diesen und diesen Fällen haben wir unser Vorhaben, die Handelsverhältnisse zu liberalisieren, noch nicht erreicht, aber wir werden in Zukunft mit verstärkter Anstrengung dafür arbeiten, dass wir sie erreichen werden. Mit anderen Worten, hier wird eine Politik dargelegt, die eindeutig in die Richtung zeigt, obwohl in dem Freihandelsabkommen drinsteht, das fassen wir nicht an. So, was ist jetzt der Dreh? Jetzt wird es einen Moment lang juristisch. Und ich muss einen Begriff bringen, der vielen nicht ganz geläufig ist. Und zwar muss ich die Stillstandsklausel und die Sperrklinkenklausel bitte mal erwähnen dürfen. Stillstandsklausel heißt, das gegenwärtige Liberalisierungsniveau darf nicht erhöht werden. Es darf nicht mehr liberalisiert werden, als jetzt
Na, Verzerrung. Es darf die Liberalisierung nicht zurückgenommen werden. So. Das ist die Stillstandsklausel. Ich kann die Liberalisierung weitertreiben, aber ich kann sie nicht zurücknehmen. Die Sperrklinkenklausel heißt, was einmal erreicht ist, bleibt auf jeden Fall da und darf nur, es ist praktisch dasselbe, nur unter anderem Namen, darf nur noch weiter liberalisiert werden. Beide Ausdrücke kommen nicht vor im Zittertext. Weder Ratchet noch Stillstand. Stand-Still-Klausel. Kommen nicht vor. Wer jetzt die Ratchet-Klausel, die Sperrklinken-Klausel, im Zittertext finden möchte, braucht einen juristischen Sachverstand, um folgenden Satz zu erkennen. Der Satz lautet ungefähr, ich habe ihn da, aber ich mache ihn kurz so. Die Ausnahmen, die für die Kapitel 1, 2, 3, 4 gelten, finden dann nicht statt, wenn es sich um Maßnahmen handelt, die nicht konform sind mit diesem Vertrag, insoweit sie aber mit den Bestimmungen in dem und dem und dem Kapitel noch konform sind. Das ist eine andere Ausdrucksweise für die Sperrklinkenklausel. Jeder Jurist würde das bestätigen. Sie steht drin, aber sie trägt ihren Namen nicht auf der Stirn. Das heißt, im Zittertext steht ausdrücklich drin, was einmal liberalisiert worden ist, darf nie wieder, nehmen wir gleich den Fachausdruck, rekommunalisiert oder in den früheren Stand zurückgeführt werden. Wie aktuell das ist, konnten Sie vor einigen Tagen in dem Artikel Stromkrimi hier von Prantl in der Zeitung lesen. Da hat eine Stadt, jetzt sind wir bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, eine Stadt hat eine Konzession vergeben für eine Zeit lang, 10, 20 Jahre. Die Konzession läuft aus. Dann möchte die Stadt diese Dienstleistung wieder zurück in die eigene Verantwortung übernehmen. So, und da sagt jetzt der frühere Betreiber dieser Dienstleistung, das geht nicht und er geht vor Gericht. Wen er an seiner Seite hat, ist, halten Sie sich fest, das Bundeskartellamt. Das Bundeskartellamt sagt, diese Rekommunalisierungen müssen prinzipiell erschwert werden. Das darf nicht so einfach gehen, dass eine Kommune sagt, die Konzession ist aufgelassen, wir nehmen das in die eigene Entscheidung zurück. Das heißt, Sie haben hier jetzt auch im deutschen Gerichtswesen heute schon ein Bundeskartellamt, das diese Politik betreibt. Und Sie haben eine Klage vor einem, ich glaube, einem Oberlandesgericht, dass das bitte doch nicht in die Kommune zurückgenommen werden darf. Und um es den ganzen großen politischen Rahmen zu geben, die Zukunft ist prinzipiell offen. Wir wissen nicht, was sein wird. Herr Felbermayr hat verschiedene Dinge ausgebreitet, von denen wir heute noch nur eine schwache Vorstellung haben, andere von denen wir gar keine Vorstellung haben, wie das laufen soll. Aber die gesamte OECD, alle G7-Gipfel, alle G20-Gipfel wissen ganz genau, wie damit umzugehen ist, nämlich nur durch verstärkte Liberalisierung. Sie können heute schon die Presseerklärung vom Elmau-Gipfel selber schreiben. An jedem G7 und G8 und G20-Gipfel wird immer wieder gesagt, wir bekräftigen erneut unsere Entschlossenheit, die Liberalisierung weiterzutreiben. Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit, allen Erscheinungsformen des Protektionismus entgegenzutreten. Also alles, was dem widerspricht, ist Protektionismus und der Gott sei bei uns. Seit vor einer offenen Politik wird uns von den, und ich muss es jetzt einmal bitte machtpolitisch sagen, von den Mächtigen dieser Welt eine und nur eine Politik erlaubt. Alles andere ist von Übel. Und wenn wir uns das gefallen lassen, dass der politische Handlungsspielraum so eingeschränkt wird, dass nur noch dieser immer weitergehende Weg der Liberalisierung erlaubt sein soll, dann verzichten wir auf politische Gestaltungsräume und Rechte. Darf das vielleicht nur illustrieren, der Trend zur Privatisierung und Liberalisierung ist ja praktisch zwei Jahrzehnte lang ziemlich unumstritten gewesen.
Das war Politik von Thatcher und Reagan und hat ja, die ganze europäische Landschaft ergriffen. Zum Beispiel bis in die rot-grüne Bundesregierungszeit hinein. Es gab Jahre, die sind jetzt etwa ein Jahrzehnt her, wo es breitester Konsens war, auch in Regierungserklärungen deutscher Bundesländer, die Privatisierung muss vorangetrieben werden. Zum Beispiel hat Dresden alle Wohnungen verkauft, Hamburg die hamburgischen Elektrizitätswerke, HEW und, und. Wenn es ein solches Abkommen vor 10 Jahren gegeben hätte, wäre das, was seitdem passiert ist, nicht möglich gewesen, nämlich das Jahrzehnt der Rekommunalisierung. In Hamburg hat sogar die Industrie- und Handelskammer beklagt, dass der Senat überhaupt keinen Einfluss mehr hat auf die Preisgestaltung der Strompreise, weil alles privatisiert ist und Vattenfall macht, was es will. In Dresden hat man gesehen, dass die Wohnungsbestände in die Hände von privaten Monopolisten fallen. Und dieser Tage habe ich erfahren, dass die deutsche Enningen die GAGFA gekauft und durch Aktientausch fusioniert hat. Das heißt, wir haben jetzt einen privaten Konzern, der 350.000 Wohnungen in Deutschland besitzt. Und das ist die großartige Einführung der Marktwirtschaft, wo früher Dutzende Kommunen für den jeweils eigenen Wohnungsbestand zuständig waren. Also ich kann das Verständnis nur unterstreichen, dass Sie gesagt haben, es wird keine weitere Privatisierung vorgeschrieben, aber es wird alles andere verboten. Würden Sie dem als rechtliche Würdigung zustimmen oder sehen Sie es anders? Nein, ich sehe das anders und ich sehe es auch anders vor dem Hintergrund des CETA-Abkommens, das wir ja schon kennen. Dort gibt es ja eine Generalausnahme für den kommunalen Bereich. Nicht? Also da wird sehr klar gesagt, dass wir eben diese Öffnungsverpflichtungen im kommunalen Bereich eben nicht haben. Auch die Standstill- und Ratchet-Klauseln im kommunalen Bereich nicht gelten. Das heißt, Rekommunalisierungen sind dort schon möglich. Ich meine, am Ende des Tages müssen ja Politiker, Ihre Kollegen im Europäischen Parlament, auf jeden Fall im Bundestag vermutlich auch über dieses Abkommen abstimmen und sie werden sich nicht, sagen wir mal, enteiern lassen in der Form, wie das Herr Klug beschrieben hat. Das weiß jeder, das wissen die Amerikaner auch, bei denen gibt es ja dieselben politischen Instinkte. Die haben ja auch ihre Wasserversorgung nicht privatisiert. Es gibt ein paar Konzerne, die sitzen lustigerweise im sozialistischen, muss man ja sagen, Frankreich, ne, Veolia und Suez. Ja, genau, die sind da interessanterweise dahinter. Aber in Amerika ist die Wasserversorgung in kommunalen Händen weitgehend. Und im Übrigen ist es so, dass im CETA-Abkommen ganz weit vorne, ne, Sie haben es gelesen, Herr Klunk, da steht ein eigener Paragraph, da fragt man sich, wie kommt denn der da hereingeflogen, in dem das Wasser, ne, als definiert wird als nicht wirtschaftliches Gut. Also die Wasserversorgung, die Abwasserwirtschaft, die wird schon ganz weit vorne aus dem Vertragswerk ausgenommen. Also ich denke, im kommunalen Bereich hat man natürlich als Bürger sehr naheliegende Sorgen, ja, das versteht jeder, aber gerade dort ist in dem CETA-Abkommen wird viel ausgenommen. Nicht? Deswegen verstehe ich da ein bisschen die Aufregung nicht. Was im Allgemeinen den Kampf gegen Protektionismus angeht, der immer wieder beschworen wird, da muss ich schon sagen, das ist etwas, das uns möglicherweise erspart hat, dass die große Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 nicht so etwas geworden ist, wie zu den Handelskriegen, die wir in den 30er Jahren, also 29 nachfolgend, im letzten Jahrhundert erlebt haben, wo nämlich dann zunehmend protektionistische Politiken verfolgt wurden, Abwehrzölle wurden eingeführt, Handelsverbote und so weiter. Und dann hat man die Wirtschaftskrise erst recht zu einer Krise geführt mit Massenarbeitslosigkeit in allen Ländern und so weiter. Dass man also in diesen G20, G10, G8 Meetings diesen Geist sozusagen versucht hat in der Flasche zu lassen, finde ich richtig. Und dass man auch bei
bei sozusagen richtigen Liberalisierungsschritten, wenn wir also Hürden abgeschafft haben, gegen große Widerstände sehr häufig, dass man dann Stillstandsregeln einführt, finde ich auch richtig. Dass man nicht jederzeit wieder, gerade nach sozusagen Wetterlage, wenn man mal, wenn irgendwann ein Skandal hochpoppt, weil zufälligerweise ein schwedischer Staatskonzern die Bundesrepublik verklagt, dass man dann gleich eine Kehrtwende macht und die Energiewende neu definiert oder sonst etwas, das fände ich auch gefährlich. Diese Stillstandsregeln, auch andere Dinge, die im Vertragswerk hier CETA oder TTIP festgelegt werden, beschränken die Freiheitsgrade der Politik, das ist klar, das weiß jeder, aber das ist nicht unbedingt schlecht. Es beklagen sich dieselben Leute, die die Freiheitsgrad-Einbußen der Politik feststellen, beklagen sich auch darüber, dass die Kommission immer mehr reglementiert und Bürokratie schafft. Nicht? Also es ist ja, wenn man Politik beschränkt, dann schafft das Freiräume für die Privatwirtschaft und auch für die privaten Menschen. Und das ist nicht im Grunde schlecht. Das möchte ich mal gesagt haben. Dass es unter Umständen ein schlechter Vertragstext dazu führen kann, dass ein Tabakgesetz, wie vielleicht in Australien, da wissen wir nicht, was rauskommt, aber Philip Morris verklagt über den Umweg Hongkong die australische Regierung. Wenn wirklich dann herauskommen sollte, dass aufgrund dieses Vertragstextes, den Hongkong mit Australien hat, die australische Regierung nicht das Tabakgesetz erlassen kann oder gegen die Werbung vorgehen kann, wie die das wünschen, dann würde ich sagen, das kann nicht sein. Ne? Das sind Gestaltungsrechte der Politik eingeschränkt. Nur das ist ein Verfahren, das ist in Schwebe. Und die Juristen, die ich so kenne, die sagen, das ist eindeutig ein frivolous claim, eine ungerechtfertigte Anklage. Die werden das nicht kriegen. Und andere Juristen sagen mir, der Gutachten, das es gab im Bundestag dazu, dass die Schiedsgerichtsbeschlüsse, die es gab, aufgrund dieser Texte, in sehr, sehr wenig Fällen wirklich offenbar sozusagen frivole Entscheidungen herbeigeführt haben. Also, dass man was beklagt oder dass ein Unternehmer eine Klage führt, heißt ja noch lange nicht, dass er Recht bekommt. Und in den allermeisten Fällen, auch im EuGH übrigens, gibt es eine Fülle von Klagen, müssen Sie mal angucken, was da an Unsinn an die Gerichte herangetragen wird und dann abgeschmettert wird. Das dauert mal 3, 4, 5 Jahre, das wird abgeschmettert. Und insofern ist die Gestaltungseinschränkung der Politik aus diesen Gesetzen heraus, aus diesen Verträgen heraus, in der Praxis nicht so groß. Aber könnten Sie mir ein einziges Beispiel nennen, dass in TTIP oder anderen Freihandelsvereinbarungen Besitzstände für kommende Generationen geschützt werden? Dann könnte es ja auch eine Vorschrift geben, dass Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist für künftige Generationen unantastbar und die Rechte nach dem Mitbestimmungsgesetz dürfen nie angegriffen werden oder die Frauenquote, sobald sie beschlossen ist, darf nie in Frage gestellt werden. Es fällt doch auf, dass kein Arbeitnehmerrecht, kein Verbraucherschutzrecht durch Handelsabkommen geschützt wird, sondern nur das Interesse von Unternehmen, nicht durch die Politik künftiger Jahrzehnte oder Generationen beeinträchtigt zu werden. Ja, das sind natürlich Handelsverträge nicht der richtige Ort für so etwas. Aber was wir schon sehen, sind... Bitte? Weil es keine Handelsgüter sind. Ganz einfach. Ja, aber was wir auch sehen... Arbeitnehmerrechte sind keine Handelsgüter. Das ist doch so einfach wie noch was. Der Jurist muss doch noch wissen. Ja, der Jurist weiß aber auch, dass es bei den geschützten Vorschriften nicht um Handelsgüter geht. Es geht um Emissionswerte, es geht um Rechtsverfahren, die als Verletzung des Investitionsschutzes bezeichnet werden können. Es ist, das ist doch beabsichtigt. Es ist doch beabsichtigt, dass zum Beispiel in der Energiepolitik keine Grenzwerte verschärft werden, weil es, Sie haben ja selber das Beispiel des Kraftwerks gebracht, da geht es doch nicht um ein Handelsprodukt, sondern da geht es um Umweltstandards, die einzuhalten sind, weil einem zum Beispiel die Problematik der CO2-Belastung bewusst wird
Und wenn ich hier verbiete, dass durch Verschärfungen Investitionen entwertet werden, ist es eine Vereinbarung gegen künftige Umweltschutzpolitik. Darf ich, Herr Ude, da haben Sie eine Gefahr erkannt, glaube ich, richtigerweise. Aber wenn man in den Text guckt, CETA zum Beispiel, dann wird ja definiert, was eine indirekte Enteignung ist. Und eine indirekte Enteignung hat, da müssen zwei Dinge erfüllt sein. Nicht? Also zum ersten muss eine diskriminierende Behandlung des ausländischen Investors vorliegen. Und zum zweiten darf diese Maßnahme oder muss gezeigt werden, dass diese Maßnahme im öffentlichen Interesse liegt. Nicht? Wenn es im öffentlichen Interesse liegt und der Ausländer nicht diskriminiert wurde, dann ist eben keine indirekte Enteignung vorliegend. Und dann muss das, da kann natürlich immer geklagt werden, ja, lustig, aber das Schiedsgericht kann dann keinen Schadensersatz zusprechen. Das heißt, man kann es ja wohl. Also wie können Sie überhaupt sagen, dass das Schiedsgericht etwas nicht kann, wenn selbst im Falle eines Fehlurteils weder eine Berufungsinstanz noch eine Revisionsinstanz vorgesehen sind? Also Sie gehen ja, wenn ich wollte jetzt nicht auf das juristische Glatteis führen, weil Sie ja ökonomisch argumentieren wollten und das auch voll akzeptabel ist. Aber ich sehe bei einem Gericht, das keiner Berufung, keinem Rechtsmittel zugänglich ist, auch keiner europäischen Gerichtsbarkeit, überhaupt keine Grenze. Ja, da habe ich Ihnen ja auch schon gesagt, dass mir das nicht gefällt, nicht? Nur wollte ich darauf hinweisen, dass der Tatbestand der indirekten Enteignung an zwei Dinge gebunden ist, die dazu führen, natürlich wenn die Schiedsgerichte sich jenseits des Vertragstextes verhalten, nicht? Also dann letztlich illegitime Dinge tun. Na, ich weiß nicht, was man da macht. Am Ende des Tages, bitte, naja, schauen Sie, wenn Vattenfall, na, wenn das Schiedsgericht in Washington wird verhandelt, na, die Bundesrepublik zu einem Schadenersatz von irgendeiner absurden Zahl verurteilt, dann wird am Ende des Tages dieses Problem dann doch wieder zu einem Staatsproblem. Vattenfall ist eine hundertprozentige Tochter des schwedischen Staates und dann wird die Frau Merkel den schwedischen Ministerpräsidenten anrufen und sagen, was die gemacht haben, ist ganz offensichtlich daneben, das ist nicht auf Basis der Energiecharta, nicht, also des Vertragstextes, die haben ihre Befugnisse überschritten. Das, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Man wird auf Basis eines Schiedsspruches, wenn der offensichtlich fehlerhaft ist, wird man nicht 4 Milliarden Euro überweisen. Wenn das so wäre, dann müsste man wenn das wirklich so wäre, dann müsste man die entsprechenden Akteure ins Gefängnis stecken, würde ich sagen. Ne? Gute Idee. Ja. Gute Idee. Aber es ist ja nicht mal vorgesehen, dass ein Gericht darüber entscheidet. Es tut mir leid, aber ich weise ja nur auf eine nicht von Ihnen zu vertretende, ich habe ja eigentlich schon von Ihnen wahrgenommen, es kann eigentlich nicht sein, dass eine private Instanz über staatlicher Gerichtsbarkeit steht und unabhängig von ihr und unkontrollierbar durch sie. Also ich glaube, den Konsens können wir hier festhalten. Das ist aber gegen TTIP in der heutigen Fassung ein No-Go. Naja, das wenn es drin bleibt. Ja, das wird drin bleiben. Ja, da haben aber auch die Kritiker nicht rechtzeitig die Bedeutung erkannt. Bitte. Ich habe zwei Fragen. Einmal, wie ist es eigentlich mit diesem Schiedsgerichtsverfahren? Lauter. Wie ist es bei diesem Schiedsgerichtsverfahren um die Transparenz bestellt? Also, also die kürzeste Antwort ist gar nicht, aber Sie wollen sicher sachlicher machen. Es ist ja auch irgendwo schwer dann zu durchschauen, was da für Urteile dann letztendlich gefällt werden. Und das andere, die andere Frage an Sie, was versteht man unter einem diskriminierenden Verhalten gegenüber einem... Ach du lieber Gott, ja. Ja, das sollte man noch erklären. Also es gibt klare Fälle der Diskriminierung. Ich persönlich würde da eine Maut für Ausländer dazu zählen, die nur Ausländer zu zahlen haben, aber das ist nicht unser heutiges Thema. Aber klar ist, wenn eine Regelung nur für ein Unternehmen gilt und für Wettbewerber nicht. Das ist der klassische Fall der Diskriminierung. Aber was ist, wenn es nur ein Kraftwerk in einem Land gibt, das von einer Gesetzgebung betroffen ist?
dann gibt es eine Klage. Naja, das ist dann eben, das wäre ein Fall, der dann eben von einem Gericht im Idealfall verhandelt werden muss. Ne? Das ist aber. Vor einem Schiedsgericht. Nein, also wir sind uns ja einig, dass wir eigentlich keine Schiedsgerichte wollen. Ne? Gut, aber jetzt fallen Sie nicht zurück hinter ihn. Aber zur Transparenz vielleicht eine Sache. Der CETA-Text, ne? Also der reflektiert ja schon eine ganze Menge von Neuerungen. Wenn Sie die alten bilateralen Investitionsschutzabkommen ansehen, dort gibt es zur Transparenz keine Ausführungen. Da bleiben sehr, sehr viele Begriffe wie die indirekte Enteignung undefiniert. Und was wir jetzt haben in CETA, sind Öffentlichkeitspflichten. Das kann man kann also ein Verfahren, das auf dem CETA-Text beruht, nicht mehr im stillen Kämmerlein durchführen. Es führt sogar so weit, dass der Kollege Schill vom Max-Planck-Institut in seinem Gutachten für das Bundeswirtschaftsministerium sagt, dass die verschiedensten Neuerungen in CETA im Schiedsgerichtsverfahren dazu führen würden, dass ein ausländischer Investor gar nicht über das Abkommen klagen würde, sondern den Weg über das deutsche Rechtssystem wählt, weil ihm das ein höheres Schutzniveau zubilligt und ihm von anderen dummen Dingen befreit, dass er eben nicht alle Unterlagen öffentlich machen muss und so weiter. Also in CETA geht man über die bisherigen Standards hinaus. Das heißt nicht, dass das grundlegende Problem der fehlenden Legitimität der Verfahren gelöst wäre. Aber es ist ein Fortschritt gegenüber dem, ein Riesenfortschritt würde ich sagen, gegenüber dem alten, von denen wir 131 haben in Deutschland. Herr Glunknus, ich will einige Fortschritte, die von Ihnen noch genannt worden sind, nicht leugnen. Sie hätten sogar noch ein oder zwei mehr nennen können. Stimmt. Also, dass eine Firma in einem Land nicht nur einen Briefkasten haben darf, ja, um klagen zu können, sondern ein substanzielles Investment dort haben muss. Das ist alles fein. Aber was Sie jetzt nicht erwähnt haben, ist, dass bei all diesen Transparenz- und Veröffentlichungsangeboten oder Geboten immer an entscheidender Stelle hinzugefügt wird, soweit das beteiligte Unternehmen nicht auf Geschäftsgeheimnisse rekurrieren kann. Ja, aber das ist doch klar. Ja, aber bitte sagen Sie es doch dazu. Ja, das gerne. Müssen wir schon dazu sagen. Ja. Es ist nicht so, dass alles öffentlich ist. Nein, das macht aber auch ein Gericht natürlich nicht. Ne? Ja, ich weiß. Ja, aber dort wird nicht private Geschäftsgeheimnisse, jedenfalls nicht in allen wichtigen, in einigen sicher, geltend gemacht. Jede Firma, die dort klagt, kann immer sagen, das ist jetzt Geschäftsgeheimnis, das bleibt nicht veröffentlicht. Die Möglichkeit hat es. Und es muss nicht begründen, dass es das tut. Da bin ich mir nicht sicher. Das kann es von alleine machen. Ja, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wer am Ende des Tages... Muss in der Regel begründet wird. Ja genau, es muss begründet werden. Also dann muss das Schiedsgericht darüber jetzt befinden, ob es öffentlich gemacht hätte wird. Hätte ich den Vertragstext doch mitnehmen müssen. Ich habe ihn da. Jetzt hatten Sie sich gemeldet und dann der Herr hinten rechts. Ja. Bitte. Also, ich könnte mehrere Fragen stellen, ich will mich aber auf drei beschränken. Oh, kommt so kürzer. Ich bitte einfach die drei Fragen, bitte. Ja, ich will mal etwas vorausschicken. Fragen stellen. Entschuldigung. Gut, dann ist die Lassen Frage. Sie den Mann doch was sagen und nicht nur fragen. Ja. Wir wollen was sagen. Oh. Merken Sie sich das. Ja. Also bitte schön. Sag das mal so. Sagen wir es mal so. Als jemand, der sowohl kaufmännisch gelernt und gearbeitet hat und als auch jemand, der Psychologie und politische Wissenschaften studiert hat und sich vor allem mit internationaler Politik beschäftigt. Der erste Punkt ist, wenn es um ein Handelsabkommen oder auch ein Freihandelsabkommen geht, das Erleichterungen bringen soll, Liberalisierung, Abbau von Schranken, so, dann ist mir aber als allererstes eingefallen und ich wundere mich bei den vielen Texten, die ich jetzt da schon gelesen habe und Kommentare, dass es nirgendwo auftaucht, die auf der Hand liegenden, die eigentlich drängenden, die seit Jahrzehnten, wenn ich noch länger zurückliegenden, Schwierigkeiten in einem Handel zwischen den EU-Staaten und den USA bestehen ja nun mal darin, dass es auf beiden Seiten unterschiedliche Maße und Gewichte und auch Normen gibt. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre der ganze Handel schon mal wesentlich vereinfacht.
Also, wir haben da drüben Inches, Feet und Miles. Bei uns haben wir Zentimeter, Meter und Kilometer. Da drüben, da haben wir Pints, Pints und Gallons. Und wir haben Kubikmeter und Liter. Da gibt es die Pounds und die Tons. Und wir haben Gramm, Kilogramm und Tonnen. Das ist doch nicht Neues. Das haben wir. Das wissen wir doch alles. Ja, Moment. Ja, Moment. Ich frage, warum dich damit nicht beschäftigt wird und okay, das abgebaut wird. Gut. Frage 1. Ja, noch zwei Beispiele, die noch. Nein, Fragen, nein, bitte. Bitte. Die unterschiedlichen elektrischen Netze, zum Beispiel 110 Volt Wechselstromnetze und 220 Volt Wechselstromnetze. Und wir haben seit Jahrzehnten oder noch länger vier verschiedene Steckersysteme. Wir haben Nordeuropa-Stecker, wir haben Südeuropa-Stecker, wir haben US-amerikanische und den britischen. Das war die zweite Frage. Und die dritte? Okay. Jetzt will ich mal auf eine wesentliche Frage. Was? Jetzt mit dir? Entschuldigen Sie meine einzelnen Worte vielleicht. Das, was Herr Klum vorhin gesagt hat. Sie befürchten weitgehende Eingriffe und Auswirkungen auf die Bürger und auf die Konsumenten. Sie haben damit in Ihren Worten die virulenten, diffusen Ängste gegenüber diesen ganzen TTIP-Behandlungen in irgendeiner Form unterschrieben. Meine Frage ist nun mal nach konkreten Beispielen, damit es der normale Bürger, der Demokrat, auch der politisch Aufgeklärte versteht. Wir alle wissen, vorhin wurde es erwähnt, dass das Beispiel mit den amerikanischen oder deutschen Autos mit den gelben und den roten Blinkern genauso bescheuertes Beispiel ist, wie das mit den Chlorhühnchen. Das sind beides völlig unbrauchbare Beispiele, um Positives oder Negatives von diesem TTIP darzustellen. Die sind ja mehr einigermaßen... Gut, die dritte Frage ist auch angekommen. Nein, wir kommen jetzt zur Beantwortung. Ich bitte Sie, es gibt Wortmeldungen im Saal und ich halte dafür... Sie haben ja drei wichtige Fragen gestellt und die werden jetzt beantwortet. Eine diffizile Nachfrage an den Herrn Dr. Böllmannmeier. So in dem Nebensatz haben Sie vorhin auch erzählt, Filme und Architekturleistungen. Können Sie nicht eine Frage stellen, ohne erst zu referieren, was jemand gesagt hat? Ich will, es muss ja verständlich sein. Filme aus Deutschland oder aus den USA, die in anderen Ländern gezeigt werden, die werden nur verliehen. Die werden nicht gehandelt. Das ist kein Handel. Ein Verleihgeschäft ist kein Handelsgeschäft. Man muss mal die klaren Definitionen... Gut, das war die dritte Frage. Und die erste war die mit den unterschiedlichen Maßen, was ja mit Sicherheit ein Handelserschwernis ist. Die Frage ist nur, wie man es löst. Also das kriegt man nicht gelöst, genauso wie wir keine gemeinsame Währung kriegen in den nächsten 50 Jahren mit den Amerikanern. Aber Ihre Beispiele waren trotzdem gut. Denn... Wir haben gerade in einem Auto, sagt mir der DIN, werden 100.000, ungefähr 100.000 Normvorschriften umgesetzt. Und diese Normvorschriften, die sind sozusagen von der Form her, die Steckerform und so Dinge, die Sie erwähnt haben. Und viele von den Unterschieden, die wir haben über den Atlantik, sind ja nicht inhaltlich begründet. Dass das eine, dass wir höhere Schutzstandards mit dem einen Stecker erzielen als mit dem anderen, sondern sie sind in der Vergangenheit eben so entstanden. Und die Chance in TTIP bis jetzt, dass wir diese in der Vergangenheit basierte unterschiedliche Regulierung nicht in den Zukunftsprodukten und für Zukunftsdienstleistungen wiederholen, sondern dass wir da die dann entstehenden Kosten aus unterschiedlichen Steckern nicht nochmal haben. Das ist, darum geht's. Ja, Dienstleistungshandel, natürlich ist es kein Warenhandel, das ist keine Frage. Was ich mit den Filmen sagen wollte, ist, dass das Internet als Vertriebskanal wichtig wird. Und dann verleihen Sie halt möglich von mir aus den Film über das Internet. Aber das war der Punkt, dass wir die Regulierung im Internet auch dort aufpassen müssen, dass nicht Hürden aufgebaut werden, die nichts an der Sache zu tun haben. Und die Filme waren ein Beispiel. Ich denke, das hat es beantwortet. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Wortmeldungen, der Herr hinten und noch die Dame vorne. Eine wollten Sie dazu bitte? Er wollte noch konkret von mir was wissen. Ja. Der Eingriff dieser Abkommen in den Alltag der Menschen. Ich gebe zu, ich habe ja vorausgegriffen, vielleicht auf die nächsten 15, 20 oder 30 Jahre. Und dahinter steht meine Befürchtung,
die ja auch gestützt wird durch Vertragsbestandteile, dass Privatisierungen nie wieder rückgängig gemacht werden dürfen. Das bedeutet, ich habe hier ein Buch, ein sehr schönes Buch, das hat 248 Seiten, München Handbuch 2007. Da sind alle Dienste, Dienstleistungen, die die Stadt München ihren Bürgern bietet, sind hier aufgezählt. Ich muss diese Dienstleistungen nicht kaufen. Ich habe ein Recht auf sie, gegen eine bestimmte Gebühr sie zu erhalten. Die Gebühr wird demokratisch festgelegt im Stadtrat, wenn ich mich nicht irre. Wenn die Privatisierung aber so fortschreitet, wie es hier geplant ist, dann sind wir alle nach absehbarer Zeit keine Bürger mehr, sondern nur noch Konsumenten. Wir dürfen kaufen. Und wir brauchen auch bitte dann keinen Bürgermeister mehr und kein Rathaus mehr. Aber Herr Klug, also das geht jetzt weit. Aber Herr Klug, Sie wissen doch, und als Sie das vorher gesagt haben, haben Sie mir auch nicht widersprochen, dass in den Texten die Daseinsvorsorge ausgenommen ist. Ja, ich zeige Ihnen nachher die Gretchert-Klausel, Entschuldigung. Die ist genauso allgemein aus wie die Ausnahme. Die gilt gerade im kommunalen Bereich nicht. Es gibt einen General, jedenfalls in CETA. Was in TTIP ist, weiß keiner. Aber in dem, was wir kennen. Ja. Deswegen, das ist doch genau der Punkt, dass das keiner weiß. Ja. Ja, so ein Ding brauchen wir nicht. Verstehen Sie, wenn das so undemokratisch verhandelt wird, dann kann ich nur sagen, TTIP weg und nicht nur Stopp. Verstehen Sie, das ist eine Basis, auf der ich mich nicht einlassen kann. Nie und nimmer. Und der Herr Ude, der kennt mich auch. Also der nicht kennt mich, aber er weiß über meine Person. Gut, jetzt war noch der Herr hinten. In der heutigen Diskussion ist nicht zur Sprache gekommen und auch in den allgemeinen Darstellungen kommt das ganz selten zur Sprache. Das ist bei dem TTIP-Abkommen, wenn man das weltweit sieht, auch große Verlierer geben wird. Herr Felbermayr hat in seiner Studie das genau aufgeschrieben. Er hat es sogar aufgeschlüsselt, dass das Pro-Kopf-Einkommen in afrikanischen Ländern zwischen 4,1, 4,0, 3,5 Prozent zurückgeht, in einer Vielzahl afrikanischer Länder. Dem stellt er gegenüber, dass die Wohlfahrtsgewinne in den USA und in Europa groß seien. Jetzt sagen Sie an einer Stelle, auf Seite 29 in der Bertelsmann-Fassung ist das nachzulesen, weltweit gäbe es Gewinne durch TTIP von 3,27% und dann sagen Sie wörtlich, damit liegt genug Geld auf dem Tisch, um die Verlierer zu kompensieren. Herr Felbermayr, ich würde Sie gerne bitten, das mal zu erklären, mal ein Beispiel dafür zu geben, wo jemals auf der Welt Verlierer kompensiert worden sind für Gewinne, die große Firmen einstreichen. Vielen Dank. Und die letzte Wortmeldung von Ihnen, dann würde ich gerne noch eine Frage stellen, die wir als einzige nicht behandelt haben und den beiden Herren das Schlusswort geben. Bitte, Sie hatten sich noch gemeldet. Ja, genau. Und zwar geht es mir nochmal um die Standards, ja, um die gemeinsamen Standards, die dann entstehen, wenn man Handelshemmnisse zu beseitigen. Ich glaube, niemand hat was dagegen, wenn man irgendwo sich auf die Höhe eines Windlichtes einigt. Die Ängste der Bevölkerung gehen doch woanders hin. Es geht doch darum, also das ist das Chlorhähnchen schon näher dran. Es geht ja auch darum, ob da irgendwelche eben Verbraucherstandards, Umweltstandards, die wir jetzt auf einem relativ hohen Niveau haben, ob die dann abgeschafft werden. Es geht unter anderem auch um Gentechnik. Ja. Es geht um die Ängste, dass plötzlich Fracking bei uns vollzogen werden kann, obwohl wir das nicht wollen. Ja. Ich meine, das sind doch die zentralen Ängste, die da irgendwo bei den Leuten bestehen. Also ob die Blinklichter, wo die stecken, das ist doch sowas von wurscht. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, da wir die Texte nicht kennen, was ja in der Tat das zentrale Problem ist, können wir jetzt auch Gentechnik oder Fracking nicht abschließend behandeln. Es gehört nur auf die Merkliste
Denn ich befürchte Folgendes, das darf ich schon mal aus der Diskussionsleiterrolle herausfallend sagen, dass wir uns dumm und dämlich diskutieren als aktive Bürger und irgendwann kommt eine Parlamentsentscheidung, das Ergebnis ist fertig, das Vertragswerk ist so und so viel 100 Seiten lang und der Bundestag wird zustimmen müssen oder sich an Europas Fortschritt und Einheit versündigen. Und es gibt ein paar Querköpfe, ich kann auch schon sagen, wer dazugehört. Und eine Mehrheit sagt, ja, wir haben jetzt keine Alternative mehr. Und deswegen glaube ich, dass man jetzt wirklich konkret benennen muss, was sind für eine kritische Öffentlichkeit No-Gos. Damit man auf diese kurze Zeitspanne, wo die Ergebnisse bekannt werden, diskutiert werden und gleich durch den Bundestag gepeitscht werden sollen oder durchs Europaparlament, wo man kritisch sagen kann, ist die Gerichtsbarkeit rechtsstaatlich geregelt, ist Transparenz gewährleistet, kann Fracking in Zukunft nicht mehr untersagt werden oder genveränderte Lebensmittel nicht mehr ferngehalten werden oder nicht. Ohne diesen Kriterienkatalog werden wir gnadenlos überrollt. Aber ich glaube, wir können das jetzt Fracking und Gentechnik nicht heute inhaltlich diskutieren. Es sind Merkposten für die Stunde der Entscheidung. Ich möchte noch ein letztes Thema ansprechen, weil es auch wunderbar anknüpft an den Abend Russland und Ukraine. Ich habe zu meiner wirklich umwerfenden Überraschung den kritischsten Text zu diesem Aspekt zufällig gestern bekommen, das ist der IFO-Standpunkt zu den Folgen für Europa. Und dort sagt das IFO-Institut, ich könnte es auch wörtlich vorlesen, aber tatsächlich in dieser Schärfe der Formulierung, dass der Westen viel beigetragen hat zur Verschärfung der Konflikte mit Russland, dass sich Russland in der Ukraine mit der Krim so verhalten hat wie die USA in der Kuba-Krise, nämlich die Verteidigung der eigenen Interessensphäre, dass das aber kein Grund sein könne, die Beziehungen zu Russland dramatisch zu verschlechtern durch eine volle Vereinnahmung von Moldawien, Georgien und der Ukraine. Und der Aspekt ist übrigens auch von Peter Gauweiler angesprochen worden mit der Frage, wird nicht durch TTIP eine neue Mauer durch Europa aufgebaut, diesmal allerdings an der ukrainisch-russischen Grenze. Frage, spielt der Gesichtspunkt bei Attac bei Ihnen persönlich eine Rolle? Und Frage an Sie, ist das eine Privatmeinung von Professor Sinn, die er als IFO-Standpunkt veröffentlicht hat, oder ist es eine ganz ernste Sorge, dass wir vielleicht im Verhältnis zu Russland Porzellan zerschlagen, das im Verhältnis zu den USA glatt poliert werden soll? Ja, ja, also es ist ein IFO-Standpunkt, den Herr Sinn unterschreibt als Präsident, aber es ist ein IFO-Standpunkt. Und wir haben diese... Ich finde das, schauen Sie, wir beziehen uns in das ist, Sie haben das IFO-Standpunkt gelesen, wir haben dazu ja auch mehr veröffentlicht. Putin hat 2010 noch davon gesprochen, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung sogar, dass er gerne zwischen Lissabon und Vladivostok Freihandel haben möchte und hat ins Gespräch gebracht, dass die Europäische Union mit der Zollunion Russland, Kasachstan, Weißrussland perspektivisch wenigstens auch einen Freihandelsdeal machen möge. Und aus der volkswirtschaftlicher Sicht macht das viel Sinn, denn Russland hat Güter, die wir nicht haben. Also Handel macht immer dann Sinn, wenn der Handelspartner etwas hat, das wir nicht haben und wir haben etwas, das der Handelspartner gerne hat. Das ist mit Russland im stärkeren Fall, im stärkeren Ausmaß der Fall als mit den USA. Nicht? Insofern wäre das eine Vision und was wir nicht möchten, was keiner will, auch der BDI nicht und der DIHK nicht, das will niemand in Deutschland, wäre eine Atlantikfestung oder eine Wirtschafts-NATO
die andere Märkte ausgrenzt, ob das jetzt Russland ist oder Südostasien, wo wir in, wo deutsche Unternehmen, und dahinter steht immer bitte auch deutsche Aktionäre und deutsche Arbeitnehmer, gute Geschäfte machen. Das ist etwas, das tatsächlich aus unserer Perspektive eine ernstzunehmende Gefahr darstellt in TTIP. Aber auch hier hängt viel am Kleingedruckten. Die Frage ist, ob aus TTIP sozusagen eine Keimzelle werden kann für eine neue Welthandelsordnung, eine für das 21. Jahrhundert, wo auch andere Staaten perspektivisch zumindest sich andocken können, wenn sie so weit sind. Nicht? Weil viele Rechte, auch Umweltstandards, Arbeitnehmerrechte, die vermutlich in TTIP verankert werden, über verschiedene Wege, ILO, Kernarbeitsnorm und so weiter, sind für viele Entwicklungsländer, Russland, ja, das ist kein Arbeiterparadies mehr, zurzeit nicht machbar. Ne? Aber perspektivisch wollen wir, dass kein Club gegründet wird von ein paar Staaten, sondern eine neue Plattform geschaffen wird. Die WTO, liefert leider nicht, wir brauchen einen Ersatz. Und im Kleingedruckten des Vertrags werden hoffentlich Bedingungen oder Bestimmungen stehen, wie man als Dritter, als Außenstehender da hineinkommt, wenn man das möchte. Nicht? Aber die Vision, Freihandel auf der ganzen Welt zu haben, ne, ist für uns immer besser als Freihandel mit nur ein paar Ländern. Wir wissen, dass das ist das Zweitbeste. Nicht? Wir hätten viel lieber über die WTO die Zoll- und Zollbarrieren und nicht-tarifären Barrieren, technische Barrieren und so weiter abgesenkt. Nicht nur zwischen einzelnen Ländern, sondern auf der ganzen Welt. Das wäre besser, hätte ökonomisch größeren Nutzen, würde die Entwicklungsländer nicht benachteiligen, ne, wie das jetzt der Fall ist, wie Herr Hinz richtig gesagt hat. Und man würde nicht Gefahr laufen, dass was in der Ukraine passiert ist, nämlich dass durch ein Handelsabkommen ein Bürgerkrieg losgebrochen ist. Nicht? Der Maidan hat ja begonnen mit der Weigerung von Janukowitsch, ne, das Freihandelsabkommen mit der EU zu unterschreiben. Also da sieht man die geostrategische Bedeutung in diesen Verträgen. Und auch der Zündstoff, der dahinter steckt. Deswegen, also das ist der Hintergrund hinter diesem Standpunkt. Vielen Dank. Noch eine kleine Zusatzfrage. Sie haben nämlich nur bei der Verliererseite Afrika erwähnt. Ich habe in Ihrer Studie gelesen, dass Sie auch mit einer Einschränkung des Handels zwischen Deutschland und den südeuropäischen Mitgliedsländern ausgehen, ja. Und das passt doch zur Notsituation der schon als Schuldenstaaten bezeichneten südlichen Länder Europas wie die Faust aufs Auge. Naja, also es ist richtig, dass der intraeuropäische Handel zurückgehen würde, relativ, aber dieselben Prognoserechnungen, die dies prophezeien, sagen uns auch, dass Spanien, Italien dann eben mehr Handel mit USA und Kanada betreiben würde. Das kompensiert den wegfallenden Handel, oder überkompensiert sogar den wegfallenden Handel. Deswegen sieht man auch in unseren Szenarienrechnungen, dass eben die europäische Peripherie potenziell von dem Abkommen sogar mehr profitieren könnte als Deutschland. Aus dem simplen Grund, Griechenland ist in der Rheinliste sozusagen der geschlossensten Volkswirtschaften, ganz weit oben. Die handeln wenig. Wenn die eine womit sozusagen, auch? Naja, da gäbe es schon ein paar Produkte. Ne? Okay, vielen Dank, Herr Glunk. Ist diese Dimension, die ja mit einem gewissen Anspruch auch friedenspolitische Dimension genannt werden könnte, für Sie ein wichtiger Gesichtspunkt oder sehen Sie Freihandel so skeptisch, dass Sie den gar nicht mit Russland wollen? Ich glaube nicht, dass, ich spreche jetzt hier für mich und aus Beobachtungen von Diskussionen bei ATTAC, aber ich spreche jetzt nicht den Standpunkt von ATTAC aus. Ich glaube nicht, dass Freihandelsabkommen oder TTIP ursächlich sein können oder im Augenblick sind für die Störung der europäischen Gleichgewichtsverhältnisse. Dazu brauchte es TTIP nicht, dazu genügte eine konfligierende Zusammenfügung zweier Politiken, und zwar des Westens, dass wir alles nach Osten hin demokratisieren, bis zur russischen Grenze, mit allen Verlusten, die das mit sich bringt, und von der russischen Seite her,
dass das ihr nahes Ausland war, near abroad, also weiterhin ihr Vorfeld, in dem sie gewisse Interessen noch geltend machen konnten. Diese zwei Politiken mussten eines Tages konfligieren und sie sind in der Ukraine nun aufeinander gestoßen. Wenn heute die Rede davon ist, dass die Ukraine in die NATO soll, es gibt Personen, die das befürworten, dann verstoßen wir damit gegen die Zusagen, die der Westen Russland gegeben hat, dass nämlich die NATO niemals an seine Grenzen kommen wird. Die Zusage wurde gemacht. Das heißt, Russland hat guten Grund, sich hereingelegt zu fühlen, weil wir unsere Zusagen nicht eingehalten haben. Und die verschiedenen intermittierenden oder Zwischenabkommen zwischen Russland und Kasachstan und anderen oder Gesprächsrunden, die mit Russland eingeführt werden sollen, die bestehen zwar, aber sie haben nie zu etwas geführt und wurden nicht mit Leidenschaft geführt. Unsere Leidenschaft im Westen war Demokratisierung bis zur russischen Grenze hin. Und dass die Russen da dann irgendwann sauer reagieren, ist in einem Fall völkerrechtswidrig, aber verständlich. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir haben noch ein Thema, bleiben Sie bitte noch gelassen. Und noch ein Schlusswort, oder? Es war kein Schlusswort, aber vor dem Fazit, das ich zumindest versuchen will, steht noch eine Frage. Wir haben im Frühjahr 4 Abende, aber bisher 5 Themen. Und ich würde wahnsinnig gerne heute abstimmen, welche 4 jetzt de facto behandelt werden sollen. Wir haben Mehrheitsentscheidungen gehabt am ersten Abend für Türkei, ein Land in dramatischem Wandel. Wir hatten Energiewende und was wird aus ihr, mit vielen auch bayerischen Streitthemen. Wir hatten Essen und Ernährung mit einem Idealreferenten aus der Schweiz, die wir auf die Distanz wohl, also zeitliche Distanz, dort Siedler, den wir auch gewinnen könnten. Wir haben das Thema Turbokapitalismus oder Entgleisungen der Wirtschaftsordnung gehabt. Und ich hatte schon mal vorgeschlagen, aber es war nicht mit der erforderlichen Stimmenzahl ausgestattet, aber es gibt neben der Alternative für Deutschland jetzt auch die Barida gibt es auch inzwischen schon, das ist die bayerische. Es gibt die Leipziger, die Dresdner, die Kölner, Düsseldorfer und so weiter. Wir werden am Montag eine Gegendemonstration in München erleben. Niemand kennt die Größenordnung, aber ich habe den Eindruck, das gehört zu den aktuellen Themen, ja buchstäblich dieser Woche, sodass ich einfach nochmal klären wollte, welche 4 von diesen 5 Themen finden die größte Resonanz? Dann haben wir wirklich zum spätestmöglichen Zeitpunkt, nämlich heute, darüber abgestimmt. Ich glaube, lange Plädoyers braucht man nicht. Alle 5 sind interessant, aber nur 4 gehen. Herr Mucher, wenn Sie auch gucken, um das Mehrheitsbild im Raum festzustellen. Ich frage nach dem Vorschlag Türkei. Ob er jetzt drin hat oder... Wer dafür ist. Und jeder von Ihnen darf nur 4-mal zustimmen. Sonst ist für die Katz. Ja, vielen Dank. Energiewende, das ist eindeutig. Ernährung, ist ein bisschen schwächer. Kapitalismus, dabei habe ich noch gar nicht gesagt, wen wir als Referenten gewinnen wollen. Und als letztes Alternative für Deutschland. Also ich glaube, das 4. war Ernährung. Ja, also wir sind uns einig in der Beobachtung, wir haben nicht gezählt, aber Türkei und Energiewende gehört zu den 4 und Turbokapitalismus und AfD, Sie sagen es auch. Das war, glaube ich, eindeutig. Damit steht fest, welche 4 Themen wir im Frühjahr haben werden. Im Übrigen arbeiten wir auch schon fieberhaft an den Terminen für den kommenden Herbst. Wir sind also finster entschlossen, die Reihe fortzusetzen. Ich darf jetzt
wir werden hier nie einen Schlussstrich ziehen können. Es soll ja Anstoß und Anregung sein, sich mit dem Thema weiter zu befassen, vielleicht doch mit etwas fundierteren Grundkenntnissen, als es heute Mittag der Fall war. Ich glaube, dass wir trennen müssen zwischen den Chancen, bei denen unbestritten ist, dass sie groß sind, ob das jetzt Verachtfachung ist oder nur Vervierfachung, ist ja gleich, weil es in allen Fällen gigantisch wäre, aber die Chancen sind wirtschaftlicher Art und bedürfen wirtschaftlicher Regelungen. Dazu gehören ganz sicher die Zölle, dazu gehören ganz sicher Standards, die Produkte austauschbar machen in den Ländern und nicht immer nur für einen Zielbereich geeignet erscheinen lassen. Es ist aber, ich glaube, das darf ich sagen, ohne irgendjemanden zu nahe zu treten oder das Wort im Mund herumzudrehen, nicht deutlich geworden, warum der wirtschaftliche Nutzen eines Freihandelsabkommens mit einer solchen Geheimhaltung, einer solchen Ausschaltung der Parlamente und vor allem einer eigenen privaten Gerichtsbarkeit einhergehen soll. Also da habe ich kein Argument gehört, das mich persönlich überzeugen könnte. Sie selber müssen Ihre Haltung dazu halt selber sich bilden. Bei den Gefahren haben wir außerhalb dieser Demokratie- und Rechtsstaatsgefahren eigentlich keinerlei Gewissheit, sondern nur Besorgnisse. Es wird bei den Arbeitnehmerrechten kaum schwerwiegende Eingriffe geben. Kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand das Betriebsverfassungsgesetz oder die deutsche Mitbestimmung, zumal ja der Status quo an Gesetzen gesichert ist, ernsthaft aushebelt. Also da wird auch von den Kritikern. Bitte? Denken Sie an den Streik bei Amazon. Ja, aber der hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Der findet statt, dass es unterschiedliche Standards gibt, wissen wir ja auch. Beim Verbraucherschutz gibt es, glaube ich, einige Themen, wobei das Wichtigste wohl genveränderte Lebensmittel sind. Das wird ein ganz kritischer Punkt sein. Bei den Umweltstandards die Frage des Fracking, ob es untersagt werden darf oder ob die Untersagung als diskriminierende Behinderung gilt. Da muss man dann aber mit Sachverstand die Texte lesen, wenn sie endgültig feststehen. Bei den Bankenregeln ist es eigentlich auch nur ein Merkposten. Wir kennen ja keine Regelungen im Vertragsentwurf, der Bankenregeln außer Kraft setzen würde. Aber die Möglichkeit, dass das amerikanische Banken anstreben und dass sie vor allem mit der Formulierung Diskriminierungsverbot versuchen werden, an europäische Banken Rettungsmittel zu kommen, halte ich auch für einen ganz wichtigen Stichpunkt. Das wäre ja wirklich der Super-GAU der ohnehin schon problematischen Bankenrettung, wenn man plötzlich amerikanische Banken mit diesen Rettungsschirmen schützen müsste, weil sie diskriminierungsfrei gleich behandelt werden müssen. Und die Kommunen halte ich für eine ganz dramatische Frage, nicht so sehr bei Kultureinrichtungen, da sind auch die Franzosen hellwach, dass den Kultureinrichtungen nichts passiert, aber überall dort, wo Konzerne an den Tätigkeitsfeldern der Kommunen interessiert sind, also vor allem Nahverkehr und Energie, nicht so sehr Wasser. Da stimme ich Ihnen zu, da sind die Amerikaner viel weiter als zum Beispiel die Briten, die das Themse-Wasser auch noch selber saufen freiwillig. Diesem kulinarischen Volk wird man das nicht mehr beibringen können, was Wasserqualität ist, den Amerikanern schon. Aber bei den Themen Nahverkehr und beim Thema
Energieversorgung, wo wir ja als Kommunen ein sehr lästiger Konkurrent für private Unternehmen sind, kann es auch Konflikte geben. Ich glaube, das ist so ein Abriss, was die Diskussion an Ansatzpunkten ergeben hat. Abschließend kann kein Mensch urteilen, nicht einmal die verehrungswürdigen Gäste, weil sie zwar kritische oder positive Aspekte haben, aber den endgültigen Text nicht kennen. Wir müssen dranbleiben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und einen schönen Feiertag.